Wir haben also das Thema der feinstoffliche Körper und seine universelle Verschränkung. Zwei Themen. Erstens müssen wir den feinstofflichen Körper erklären und zweitens, was wie der sich verschränken kann überhaupt. Gehen wir gleich zur Sache. Ich habe also hier eine kurze Inhaltsübersicht. Ich werde einige experimentelle Ergebnisse präsentieren über den Nachweis der Feinstofflichkeit, über die Eigenschaften, die man aus den Messungen ablesen kann, gehen dann zu einer makroskopischen Quantenmechanik über, die es heute noch nicht gibt, außer dass sie phänomenologisch von Ärzten schon mal postuliert worden ist. Da kommen wir dann auf den menschlichen Feldkörper zu sprechen. Wir kommen zu einer Neudefinition des Lebens und des Todes. Wir kommen zur Komplementärmedizin, immer nur andeutungsweise, zur Sinnesphysiologie des Menschen. Wir können dann kurz etwas über die mikroskopische Verschränkung sprechen, die heute bekannt ist, und eine makroskopische dann ergänzen. Wir werden kurz über makroskopische Kollektivfelder sprechen und dann insgesamt über Anomalien in der Physik. Wir beginnen jetzt zunächst mal mit dem Nachweis der Feinstofflichkeit. Dazu braucht man moderne Wägetechnik. Diese Sache wurde vor 100 Jahren im Prinzip in Berlin von einem Professor Landolt an der physikalischen Chemie mit handbetriebenen Wagen schon entdeckt, aber nicht weiter verfolgt. Und mit handbetriebenen Wagen kommen Sie auch nicht weit, wenn Sie die Sache erkunden wollen. Sie brauchen moderne Messtechnik, das heißt Wagen dieses Typs, die Sie bei Mettler oder bei Sartorius kaufen können. Diese Wagen arbeiten mit einer Genauigkeit von einem Mikrogramm, das ist ein Tausendstel Milligramm, bis zu einer Gesamtlast von einem Kilo, also 10 hoch minus 9 für die Fachleute. Und sie geben die Daten, die sie im Sekundentakt mit dieser Genauigkeit messen, an einen Computer. Sie brauchen dann auf dem Computer Megabyte oder Gigabyte Speicherkapazitäten. Das gibt es erst seit 10 bis 15 Jahren. Und auch diese Wagentypen gibt es erst seit 10 bis 15 Jahren. Sie bekommen dann einige zigtausend Daten, wenn sie über mehrere Tage im Sekundentakt messen. Und zur Darstellung und Auswertung dieser Daten brauchen Sie Computersoftware, Grafikprogramme, die gibt es auch erst seit 10 Jahren. Das ist vorneweg der Grund, warum diese Erkenntnisse, die ich Ihnen heute Abend präsentiere, nicht schon längst bekannt sind. Im Prinzip sind sie bekannt, aber sie haben sich nicht durchgesetzt. Herr Landolt hat darüber berichtet in Berlin, aber nachdem er die Sache entdeckt hatte, wurden sie noch zwei, dreimal reproduziert und dann ist nichts mehr geschehen. Ganz einfach, weil sie mit handbetriebenen Wagen nicht weiterkommen. Da dauert eine Messung bis zu 2 Stunden und hier bekomme ich eine Messung im Sekundentakt und kann sie auf dem Computer abspeichern. So, wenn Sie also an eine solche Waage jetzt, das ist eine Zwei-Schalen-Waage, hier eine Schale, wie man dazu sagt, hier eine zweite, das ist ein Edelstahldraht, der da oben runterhängt, den sehen Sie jetzt kaum auf dem Bild. Wenn Sie da zwei volumenidentische Gefäße dranhängen, also zwei Kolben, die luftdicht verschlossen sind, sodass da nichts rein und rausgehen kann, das Volumen ist identisch, sodass sich Auftriebskorrekturen durch variable atmosphärische Bedingungen wie Luftdruck herauskompensieren in der Differenz. Und Sie ziehen die Anfangsdifferenz, die Sie da gemessen haben, von allen Folgedifferenzen ab. Dann bekommen Sie über die Zeit eine Nulllinie. Das heißt, hier, das ist eine Zeitachse, hier unten waagrecht. Und das ist die gemessene Massedifferenz zwischen diesen beiden Proben. Wie gesagt, wenn Sie die Anfangsdifferenz von diesen Folgedifferenzen, Sie sehen, das ist ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Das können Sie fortsetzen. Und wenn Sie die Anfangsdifferenz abziehen, müssen Sie eine Nulllinie bekommen. Die bekommen Sie auch. Das heißt, Sie haben damit überprüft, ob die Waage richtig arbeitet und ob Sie keine Messfehler gemacht haben. Diese perfekte Nulllinie zeigt Ihnen an, dass das System richtig arbeitet. Wenn Sie jetzt folgenden Trick machen, Sie nehmen diesen Kolben hier auf der rechten Seite, Sie hätten auch den linken nehmen können, und machen da eine Innenversilberung und ziehen dann das überschüssige Wasser wieder raus und verschließen den wieder luftdicht. Und Sie machen jetzt wieder eine Messung, alle Messungen im Sekundentakt über mehrere Tage. Und Sie ziehen die Anfangsgewichtsdifferenz von allen Folgegewichtsdifferenzen ab. Dann bekommen Sie keine Nulllinie mehr, sondern dieser Kolben mit der Innenversilberung wird immer schwerer. Sie sehen, das ist ein systematischer Gewichtsanstieg. Der setzt sich dann hier rechts noch fort. Kann ich jetzt gar nicht zeigen. Hier, der setzt sich rechts fort. Dann habe ich das rechte Teil wieder abgeschnitten und nach links rüber geschoben.
Sie sehen, das begann am 14.12.99. Da fehlt ein Ast zwischendrin, sonst hätte das zu viel Information gegeben. Dann vom 1.1. bis zum 6.1. geht das weiter. Dann wieder abgeschnitten, dann fehlt wieder was zwischendrin, habe ich weggelassen, weil das zu viel geworden wäre auf dem Bild. Dann vom 10.1. bis 16.1. sind wir hier bei der schwarzen Linie. Und vom 16.1. bis zum 21.1. kriegen wir da einen Plateauwert. Das heißt, wir kriegen eine Gesamtabweichung, die hier bei 0 zunächst gelegen hat, von 1050 Mikrogramm. Das ist ein Milligramm. Das dürfte nicht sein. Das müsste im Prinzip wieder eine Nulllinie geben, wenn nichts passieren würde. Genau wie bei dem Versuch, wo die beiden Kolben praktisch identisch ohne Innenversilberung waren. Das heißt, Sie haben hier eine Verletzung der Massekonstanz. Und das ist für die Physik eine Herausforderung, kann auch sagen Katastrophe, je nachdem, von welchem Standpunkt man da daran geht. Diesen Effekt, dass Sie durch Abscheiden von metallischem Silber, Sie können da auch Gold abscheiden, Sie können Kupfer abscheiden, Sie können andere Dinge machen, Sie müssen nur eine neue Phasengrenze einfügen. Phasengrenze bedeutet, dass dieses Gerät zum Beispiel hat eine Oberfläche, an dieser Oberfläche wechselt die Dichte von der Dichte des Metalls zur Dichte der Luft. Diesen Dichtegradienten bezeichnet man als Phasengrenze. Das ist nur ein physikalisches Wort, eine elegante wissenschaftliche Ausdrucksweise dafür, dass sich etwas in der Dichte sprunghaft ändert. Die Dichte ist 1000-mal weniger oder über in der Luft oder noch mal 10.000-mal weniger als die Dichte dieses Metalls. Und wenn Sie eine solche Phasengrenze einfügen, Sie können Phasengrenzen physikalisch einfügen, Sie können sie chemisch einfügen, indem Sie hier Metalle abscheiden, wie wir das gesehen haben. Später werden wir sehen, dass wir das auch biologisch machen können. Hauptsache, Sie machen eine neue Phasengrenze. Dann passiert dieser Effekt, dass diese Anfangsdifferenz, wenn Sie die von allen Folgedifferenzen abziehen, keine Nulllinie gibt. Das ist der gesamte Messeffekt. Sie werden zugegeben, dass diese Messmethode sehr einfach zu verstehen ist. Ein Pfund Mehl, was heute ein Pfund Mehl ist, muss morgen auch ein Pfund Mehl sein, wenn eine Maus nichts weggefressen hat und ihre Tochter nichts dazu geschüttet hat. Die Masse eines Körpers muss konstant bleiben im Verlauf der Zeit. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. Ich könnte jetzt über das, was hier passiert, noch eine Viertelstunde reden, will das aber aus Zeitgründen nicht machen. Wir können hinterher noch mal drüber reden, wenn Sie das noch mal im Detail wissen wollen. Sie können auch die andere Waage nehmen, die ich Ihnen gezeigt habe, können da wiederum einen solchen innen versilberten Kolben, der luftdicht verschlossen ist, auf eine dieser Positionen stellen, auf diesem Drehteller, gegenüber anderen Positionen, wo nichts drin ist, sondern ein bisschen Wasser, eben keine Versilberung, keine Phasengrenze. Dann wird dieser Teller, dieser Messtisch, der wird gehoben, da oben mit einem mechanischen Getriebe, das elektronisch gesteuert ist und über diesen Weg schafft hier, wird dieser Teller gehoben, um 90 Grad gedreht, abgesenkt und dann wird jedes Mal eine Probe da unten auf diesen Wegepin gesetzt. Und das wird in einer bestimmten Sequenz gemacht, sodass nach 20 Minuten jeder dieser vier Kolben da einmal auf dem Wegepin gesessen hat und Sie können wieder Differenzen bilden, weil das alles auf dem Computer gespeichert wird. Das wird durch dieses kleine schwarze Kabel angedeutet. Dieses Kabel verbindet auch diese Waage mit einem Computer und so können Sie jetzt wochenlang messen. Das heißt, Sie machen eine Innenversilberung in einem Kolben im Vergleich zu nicht versilberten Kolben und bestimmen wieder die Massedifferenzen zu bestimmen. Am Anfang bekommen Sie über 3 Tage wieder eine Nulllinie, wie sich das gehört. Dann beginnt aber eine Abweichung von der Nulllinie aufzutreten. In vielen Fällen zunächst eine negative. Das kann ich Ihnen nicht sagen, warum das zunächst negativ ist. Das wäre noch weiter zu erforschen. Und dann schlägt diese negative Anfangsabweichung meistens in eine positive Abweichung um und die steigt an und steigt an und steigt an. Bis zu einem halben Milligramm wieder in diesem Punkt. Sie bekommen hier Sprünge. Hier sind auch schon Sprünge aufgetreten. Und diese Sprünge deuten darauf hin, da will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil ich sonst wieder eine Viertelstunde länger darüber reden müsste, dass diese Form von Materie, die wir hier detektieren, quantisiert ist. Das heißt, die hat einen bestimmten Wert, diese Quanten, und diese Quanten können in ganzzahligen Vielfachen dann absorbiert werden. Einmal dieses Quant, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal dieses Quant. Und diese Quanten können jetzt 2 Vorzeichen haben. Unter bestimmten Bedingungen wird das System immer schwerer.
dann haben diese Quanten oder diese feinstoffliche Unsichtbare, Sie sehen da an dem Kolben nichts, wenn der schwerer wird. Sinnesphysiologisch, Sie können nichts tasten, Sie können nichts sehen, Sie können nichts riechen. Das heißt, da geschieht etwas Unsichtbares, was aber von der Waage registriert wird. Das heißt, die Interpretation geht in diese Richtung, und das ist in über mehreren hundert Versuchen reproduziert worden, dass da eine unsichtbare Form von Materie absorbiert wird, die die heutige Wissenschaft noch nicht kennt. Das ist der Clou bei der Geschichte. Das heißt, wir haben eine neue Kategorie von Materie, die unsichtbar ist auf der einen Seite, die eine formspezifische Wechselwirkung an Phasengrenzen hat, die erkennt Formen und kann auch Formen morphogenetisch wieder generieren. Und diese Form von Materie hat realen Masseinhalt. Sie sehen, diese Masse ändert sich. Wenn man diese Masse über mc² nach Einstein in Wärme transferieren könnte, könnten Sie mit diesem halben Milligramm schon mal Ihr halbes Schwimmbad heizen. Das ist sehr viel Energie, die da drin steckt. Das heißt, Sie haben realen Masseinhalt. Eine neue Form von Energie, von Materie, die heute noch nicht bekannt ist und die Sie irgendwann mal in elektrische Energie umwandeln können. Und nachdem diese Form von Energie das gesamte Universum durchdringt, wie man heute weiß, ist das ein Reservoir, das nur erschlossen werden muss, und dann brauchen wir keine Löcher mehr wegen Erdöl in die Erde bohren und politische Konsequenzen daraus ziehen, wer welches Erdöl hat und wo das hingeliefert wird. Das ist für mich die Energie der Zukunft, und diese Energie kann, wie gesagt, ein positives Vorzeichen haben. Wenn sie dann absorbiert wird, wird die Probe immer schwerer im Verlauf der Zeit, und diese Form von Energie kann auch ein negatives Vorzeichen haben. Wenn sie dann absorbiert wird, wird die Sache immer leichter. Will ich Ihnen jetzt auch nicht zeigen, aber ich könnte Ihnen das zeigen. Das sage ich Ihnen jetzt nur einfach summarisch. Jetzt können Sie aber diese Phasengrenzen auch biologisch herstellen, wie gesagt. Und das hat Herr Hauschka in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts über viele Jahre gemacht. Das ist derselbe Dr. Hauschka, den die Damen von der Dr. Hauschka Kosmetik heute kennen, vom Reformhaus. Dieser Dr. Hauschka war angeregt von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner war ein hellsichtiger Mensch, was sehr selten ist, aber ab und zu vorkommt. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand die Fähigkeit hat. Normalerweise reden Leute, die diese Fähigkeiten haben, nicht darüber, weil sie nur Ärger bekommen in der Gesellschaft. Die können die Feinstofflichkeit sozusagen direkt sehen, die ich jetzt nur messen kann. Was ich ja messen kann, kann von Leuten, die eine verfeinerte Wahrnehmung haben, deren Gehirn sensiblere Dinge auflösen kann. Das ist das ganze Geheimnis. Also mit einer Sensibilisierung des Gehirns kann man sozusagen diese Dinge auch beginnen, direkt zu sehen, zu schmecken, zu riechen, zu tasten und was es da sonst noch alles gibt. Aber im Wachbewusstsein, in dem 99,9% der Menschen normalerweise auf der Welt leben, sehen sie und schmecken sie und riechen sie davon überhaupt nichts. Das ist für sie wie nicht vorhanden. Und das ist sozusagen die Substanz, die einerseits sehr viel Wissen zu Menschen transferieren kann, weil mit dieser Substanz auch Wissen anscheinend verbunden ist. Das ist die Substanz, die Menschen zu Mystikern machen kann, die paranormale Dinge hervorrufen kann, die man aber ganz objektiv durch diese Wege Experimente der wissenschaftlichen Forschung zugänglich machen kann. Also man kann da jetzt gleich ganz metaphysisch werden. Das möchte ich jetzt aber ganz bewusst nicht machen. Ich habe es nur erwähnt. Wir machen ganz physikalisch weiter. Man kann diese Sache also reproduzierbar wiegen, wie das schon vor 100 Jahren von Herrn Landolt gemacht worden ist. Nur hatte er keine automatisch arbeitenden Waagen. Er hatte keine Computer mit Megabyte und Gigabyte Speicherkapazität. Und er hatte keine Grafikprogramme, um die vielen tausend Sachen, die er da bekommen hätte, darzustellen. Also der Herr Hauschka bekam von Herrn Rudolf Steiner die Information, mach doch mal einen Versuch, wo du Grässesamen, die wir heute kennen, die können Sie im Reformhaus kaufen, die können Sie essen, wenn sie so groß gesprossen sind, nicht diese kleinen grünen Dinger da. Gib doch mal ein paar Grässesamen in ein luftdicht verschlossenes Glasgefäß und ein paar Tropfen Wasser rein und lass die da drin keimen. Und das hat er dann gemacht, und Sie sehen, wenn Sie dann im Vergleich zu einer Referenzprobe wiederum, die keine Grässesamen enthält, dann beginnen diese Grässesamen Gewichtsanomalien zu zeigen. Das ist wieder die Zeitachse, und das ist die Masseanomalie, die eigentlich immer bei Null sein müsste, wenn nichts passieren würde.
Und das hat er dann vor Vollmond gemacht. Und vor Vollmond hat er dann 3-4 Tage vor Vollmond den Versuch angesetzt. Da sehen Sie, dass vor Vollmond meistens eine positive Gewichtsabweichung eintritt. Hier mit einigen Ausnahmen in der Mitte. Und da unten wird es wieder positiv. Und bei Neumond bekommt er eine negative Gewichtsabnahme. Sie sehen, die Quanten können positiv oder negativ sein. Hier wieder ein Halbmonatsrhythmus, den man noch nicht versteht, warum es da praktisch auf Null zurückgeht oder das Vorzeichen ändert. Und dann geht die Sache wieder mit negativer Abweichung weiter. Das heißt, Sie bekommen kosmische Einflüsse vom Mond. Das hätte ich Ihnen bei dieser Abbildung auch schon sagen können. Da hinten ist was angedeutet. Das heißt, bei diesen Versuchen treten kosmische Einflüsse auf. Sie bekommen also Einflüsse irgendwie aus dem Kosmos, die von diesen Proben absorbiert werden. Wenn man die Sache weiter untersucht, gibt das eine Begründung der Astrologie. Das ist der erste Hinweis darauf, soweit ich das kenne, in der Literatur, die ich überblicke, ist es zum ersten Mal, dass man direkt messen kann, dass es Effekte aus dem Weltraum gibt, abhängig von der Mondkonstellation, von der Venuskonstellation und von anderen Konstellationen, die Sie direkt im Labor mit solcher Messmethode messen können. Das heißt, Sie sehen, bei Vollmond kriegen Sie andere Ergebnisse als bei Neumond. Das hat er sehr schön reproduziert. Wenn Sie nur an diesem Mond, das sind die Monate, Januar, Februar, März, April und so weiter, ein ganzes Jahr, immer vor Vollmond und vor Neumond, wenn er nur an diesem Augenblick einen Versuch gemacht hätte, hätte er festgestellt, Massekonstanz, kein Effekt, der Fall ist erledigt. Das heißt, Sie sehen schon, dass diese Effekte zeitabhängig sind. Einerseits positiv und negativ vom Mond abhängig, aber die können auch mal null sein. Und wenn Sie zur falschen Zeit messen, messen Sie sozusagen gar nichts. Das ist eigentlich eine Sache, die in der Wissenschaft ungewöhnlich ist, denn in der Wissenschaft müssen Versuche unabhängig von der Zeit, wo man sie macht, und unabhängig vom Ort, ob das in Japan, in Amerika oder in Europa gemacht wird, regelmäßig dasselbe Ergebnis bringen. Das ist hier nicht der Fall. Diese Form von Materie hat ganz ungewöhnliche Eigenschaften, die normalerweise in der Physik nicht bekannt sind. Wenn ein Doktorand zu seinem Doktorvater geht und sagt, ich habe eine Messung gemacht mit Elektronen in einer quantenmechanischen Anordnung und die sind vom Mond abhängig, dann sagt der Doktorvater, also bitte beginnen Sie nochmal von vorne, da müssen Sie einen Fehler gemacht haben. Aber wenn es sich um diese feinstoffliche Materie handeln würde, dann könnte der Doktorand durchaus recht haben. Aber er hätte dann mit einem Paradigmenproblem zu kämpfen, mit dem auch ich zu kämpfen habe, weil ich diese Sache gefunden habe. Und die Sache ist eben zeitabhängig. Das ist also nicht immer reproduzierbar. Wenn Sie in diesem 4 Tage vor Vollmond den Versuch gemacht haben, kriegen Sie ein positives Vorzeichen. In diesem Augenblick kriegen Sie gar nichts, da ist alles konstant, wie sich das gehört. Und wenn Sie es zu einer anderen Zeit machen, kriegen Sie ein negatives Vorzeichen. Also um es nochmal zu sagen, die Sache ist zeitabhängig. Und was sich dann zeigt, ist, dass diese Form von Materie eine sogenannte Bioaktivität zeigt. Denn immer wenn die Kressesamen zu keimen beginnen, wenn also dieses Leben in dem Keim zu wachsen beginnt, wenn das Phänomen Leben auftritt, bekommen Sie in der Regel immer Masseabweichungen, moderiert vom Mond oder auch, kann auch moderiert sein von der Venus oder von anderen Himmelskörpern. Aber sie bekommen Masseabweichungen und wenn diese Kresselsamen nach 4 bis 5 Tagen sterben, weil denen in diesen kleinen Gefäßen der Sauerstoff ausgeht, die müssen ja dauernd atmen und dadurch verbrauchen sie Sauerstoff. Wenn jetzt diese Gefäße luftdicht verschlossen sind, dann wird der Sauerstoff in den Gefäßen immer weniger. Nach einer gewissen Zeit bekommen die in Atemnot und ersticken, weil sie keinen Sauerstoff mehr haben. Das heißt, sie sterben. Und jedes Mal, wenn das System dann stirbt, geht das wieder auf Null zurück, wie Sie sehen. Das heißt, wenn Leben beginnt, haben Sie Masseanomalien. Und wenn Leben aufhört, haben Sie wieder Masseanomalien und Sie kriegen Effekte, wo diese Feinstofflichkeit sich wieder verabschiedet, fort ist. Das hat auch für den Menschen Konsequenzen. Das ist also nicht nur für Kressesamen interessant. Das gilt für alle Lebewesen. Alle Lebewesen beginnen in einem befruchteten Keimzustand, wo eine Zelle befruchtet ist. Das entspricht dem befruchteten Kressesamen und dann beginnt das irgendwann zu wachsen, wenn die Bedingungen richtig sind. Bei den Pflanzen muss man das in die Erde stecken, bei Tieren und Menschen geht das dann automatisch weiter. Und in dem Augenblick, wo diese Sache zu wachsen beginnt, treten Masseanomalien auf.
Und diese Masseanomalien sind eine Verletzung der Massekonstanz und hängen mit einer feinstofflichen Form von Materie zusammen, die anscheinend ursächlich mit Leben verbunden ist. Wir bekommen also eine Art Neudefinition von Leben. Leben ist nicht nur ein hochnichtlineares inneres Rückkopplungssystem in unserem Körper mit den homöostatischen Prozessen, die den Blutdruck regulieren, die Temperatur regulieren, die Hormone regulieren, die den Zuckergehalt im Blut regulieren. All das sind rückkopplende Mechanismen. Wir können uns vermehren, wir können Evolution betreiben. Das heißt, Tiere können über Jahrtausende, Jahrmillionen sich der Umgebung anpassen in einem evolutionären Prozess. All das sind Definitionseigenschaften, die wir heute mit Leben verbinden. Aber nach dieser Erkenntnis hängt das gesamte Leben im Endeffekt von den feinstofflichen Feldern ab, die jeweils ein solches System, ein grobstoffliches System absorbiert hat. Und es stellt sich dann heraus, um die Sache wieder ganz kurz zu machen, ich könnte all das mit Experimenten weiter belegen, dass diese unsichtbaren Felder, die aber Masse haben, die man wiegen kann, dass diese Felder das Hauptereignis beim Leben sind. Denn wenn diese Felder abkoppeln vom normalen Körper, sind sie entweder im Tiefschlaf oder sie sind ohnmächtig oder sie sind tot. Das heißt, viel wichtiger als der sichtbare Körper sind diese feinstofflichen Felder, die sowohl die Struktur als auch die Funktion des gesamten Zellgeschehens im Körper unentwegt überwachen und kontrollieren. Das nennen wir Psychosomatik heute. Wir haben ja den Effekt, dass viele Krankheiten, da haben wir ein Schlagwort dafür, psychosomatischer Natur sind. Was wir aber nicht so genau wissen, ist, was Psyche ist. Was ist denn Psyche? Was ist denn Bewusstsein? Die heutige Physik versucht, Bewusstsein zu erklären durch neuronale Netzwerkdynamik, die während des Lebens im Wachbewusstsein permanent über die Großhirnrinde läuft. Das ist die Forschung von Professor Wolf Singer am neurophysiologischen Max-Planck-Institut in Frankfurt und von Herrn Roth in Hamburg. Und die versuchen jetzt zu erklären, dass aufgrund dieser Synapsendynamik, die während meines Sprechens über meine Großhirnrinde läuft und bei Ihnen permanent auch, während Sie mir zuhören, dass sozusagen aus dieser Dynamik das Phänomen Bewusstsein entsteht. Nach diesem Verständnis hat es Sie, bevor Sie geboren wurden, nie gegeben. Denn der Bewusstsein beginnt erst zu greifen in diesem Modell, wenn Ihre Gehirne so weit entwickelt sind, dass diese Dynamik einsetzen kann. Und wenn Sie mal sterben, gibt es Sie hinterher nicht mehr. Es hat Sie nie gegeben vorher und es wird Sie hinterher nie geben. Es ist ein einmaliges Ereignis, was jetzt vor mir hier auf dem Stuhl sitzt oder von Ihnen aus gesehen hier gerade am Rednerpult steht. Nach der Feinstofflichkeitsforschung ist das ganz anders. Da ist es also so, dass diese feinstofflichen Felder im Tod sich vom Körper abkoppeln können, aber durchaus weiter bestehen können, unsichtbar. Und sich wieder einen neuen Gastgeber suchen können, eine neue Mutter mit einem neuen Vater und wieder neu geboren werden können. Dass aber auch die Verantwortung, die sie in diesem Leben mit positiven und negativen Dingen getan haben, an ihnen haften bleiben und sie dann begleiten und später wiederkommen mit allen Verantwortlichkeiten. Während nach dem anderen Modell können sie heute machen, was sie wollen, jede Katastrophe initiieren, vom einfachen Bürger in Leipzig bis zu einem Präsidenten einer Weltmacht. Und hinterher hat er überhaupt keine Verantwortung mehr, wenn er gestorben ist, weil es ihn gar nicht mehr gibt. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Sie merken, was das für Konsequenzen hat, ob Sie jetzt das eine oder das andere Verständnis beginnen als Realität anzusehen. Was jetzt herauskommt ist, diese Feldquanten mit positiven Vorzeichen, die haben, wie sich zeigt im Experiment, das ist keine Spekulation, eine ordnungszerstörende und unordnungsvermehrende Wirkung. Wenn Sie mit denen in hoher Intensität in Verbindung kommen, werden Sie krank, weil die das normale Funktionieren Ihres Körpers kaputt machen, zerstören. Die negativen Quanten mit negativen Vorzeichen haben die umgekehrten Eigenschaften. Die haben eine Art entropische Wirkung. Die machen kaputt, die zerstören, die verhindern die Bildung von Ordnung, die verhindern die Evolution, die verhindern Wachstum von Wissen, Intelligenz, Toleranz und allem Möglichen.
Und die Quanten mit negativen Vorzeichen, die haben genau die umgekehrten Eigenschaften. Die bringen Ordnung aus Unordnung hervor, die stabilisieren Ordnung in Unordnung und die lassen Ordnung evolutionär sich weiterentwickeln in einer ungeordneten Umgebung. Sie merken, dass das jetzt ganz stark in unsere Gesundheit hineinspielen kann. Wir haben zwei Formen der Feinstofflichkeit, die polare Eigenschaften haben, extrem gegensätzlich. Die eine Seite ist sozusagen das, was wir gerne haben möchten, Gesundheit, intelligentes Wachstum, Kreativität, wachsendes Sozialverhalten. Und die andere ist ein Antipode, der genau das Gegenteil will. Sie merken, was da los ist in dieser unsichtbaren Sache, die uns umgibt und die unseren Körper und uns über psychosomatische Prozesse extrem beeinflussen kann. Ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, dass man auf dieser Neckentropiewirkung sozusagen einen vierten Hauptsatz der Thermodynamik ableiten kann, einen Neckentropiesatz, sodass der Darwin in der Evolution eigentlich nur eine Interpretationsmöglichkeit ist, die man benutzen kann, wenn man von dieser Feinstofflichkeit überhaupt nichts weiß. Dann sagen sie, das geschieht alles nach Zufall und Selektion, weil ihnen wirklich nichts Besseres einfällt. In Wirklichkeit scheint es so zu sein, dass diese neckentropische Feinstofflichkeit, die das gesamte Universum durchdringt, wie man aus kosmologischen Überlegungen wiederum beweisen kann und zeigen kann, die ist auch hier allgegenwärtig und die kann überall neckentropische Fluktuationen induzieren, sodass eine gerichtete Evolution mit hoher Geschwindigkeit möglich wird. Und es gibt im heutigen Darwinismus eine Menge von Anomalien, die ich jetzt wiederum nur summarisch zusammenfassen möchte, eben weil sich Arten mit ungeheurer Geschwindigkeit entwickeln können. In irgendwelchen Seen in Afrika haben sich bestimmte Barschsorten innerhalb von 10.000 Jahren in einer Populationsdynamik der verschiedensten Arten entwickelt. Und das ging aus Darwins Sicht viel zu schnell. Da braucht man Millionen Jahre dafür, bevor sich so etwas entwickelt. Und man hat also das Problem heute im Darwinismus zu erklären, wie manche Evolutionen in sozusagen einer rasenden Geschwindigkeit gehen können, aus der Sicht der Evolution gesehen, und nicht Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen brauchen, um neue Arten hervorzubringen. Das heißt, da muss es noch irgendetwas geben, was Evolution ungeheuer schnell machen kann, und das scheinen die neckentropischen Wirkungen dieser Feinstofflichkeit zu sein. Aber darauf will ich jetzt auch nicht weiter eingehen, obwohl ich da auch wieder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde reden könnte. Wir haben jetzt also einen Nachweis gesehen für diese Feinstofflichkeit. Die Methode ist sehr einfach. Sie ist komplementär zur Hochenergiephysik von CERN. CERN hat gerade 4 Milliarden Euro ausgegeben, was ich toll finde, weil man Elementarteilchen und das Higgs-Teilchen und was man sonst noch finden kann, untersuchen möchte, was man nur mit dieser Messmethode von CERN auch machen kann. Diese Feinstofflichkeit dagegen ist so niederenergetisch, da dürfen Sie die Probe noch nicht mal anfassen. Dann geht der Wert sofort auf Null zurück. Das heißt, da dürfen Sie nichts mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander schießen. Diese Methode, Teilchen aufeinander zu schießen mit fast Lichtgeschwindigkeit, führt nie zu einer Entdeckung der Feinstofflichkeit, weil die ganz sanft ist. Da dürfen Sie kaum hingucken. Dann ist sie schon weg. Wiederum will ich das nur zusammenfassen, weil eine Probe diese Gewichtsanomalien gezeigt hat. Und ich nehme sie vorsichtig mit einer Pinzette von der Waage weg und klopfe mit einem Metallstab einmal drauf und hänge es dann wieder an die Waage zurück. Dann ist der Effekt fort und ich bin wieder bei Null angekommen. Also eine mechanische Erschütterung genügt schon, um eine Abkopplung des Feldes von dem Körper zu bewirken, wo es vorher absorbiert war. Deswegen genügt auch ein Sturz von Ihnen mit dem Kopf auf die Erde und was passiert mit Ihrem feinstofflichen Feldkörper, über den wir gleich noch reden möchten, der koppelt sich vorübergehend ab und Sie liegen ohnmächtig auf der Erde und nach einer Viertelstunde kommt das Bewusstsein langsam wieder zurück. Das ist also ein Beispiel dafür, das werde ich aber noch etwas belegen, ich greife manchmal schon etwas vor. Sie merken, das ist ein sehr spannendes Thema. Diese Feinstofflichkeit hat nun unterschiedliche Effekte auf den unterschiedlichen physikalischen Ebenen. Es gibt auf der submikroskopischen Ebene der Raumzeitgeometrie sehr gravierende Effekte davon. Auf der mikroskopischen Ebene der Elementarteilchen, das geht auch in Richtung Elektrosmog, will ich jetzt ganz wieder sofort wieder vergessen, obwohl das die Grundlage zur Erkenntnis ist, warum in der Umgebung von Atomkraftwerken die Leukämierate bei Kindern 100% erhöht ist. Da wird nämlich eine feinstoffliche Strahlung
mit positiven Vorzeichen freigesetzt, die durch die gesamten Betonabschirmungen des Kraftwerkes hindurchgeht und die hat lebenszerstörende Eigenschaften. Und Kinder, die in der Entwicklung sind, mit Zellwachstum und sowas, absorbieren die bevorzugt. Deswegen haben die da eine 100% erhöhte Leukämierate, was man aufgrund der Radioaktivität überhaupt nicht erklären kann. Als Herr Gabriel noch Umweltminister in der früheren rot-schwarzen Regierung war, hat er den Effekt dieser Leukämierate sozusagen abgelehnt. Er sagte, es kann gar nicht sein. Wir können außerhalb eines AKWs überhaupt keine erhöhte Radioaktivität messen. Woher soll denn die 100% erhöhte Leukämierate kommen? Aber die ist da. Die ist vom Statistischen Amt in Mainz zweimal reproduzierbar gemessen worden. Und das hängt damit zusammen, dass die Wissenschaft heute noch gar nicht weiß, dass aus einem AKW eine gesundheitsschädliche Strahlung, die durch diese gesamten Blöcke problemlos hindurchgeht, abgestrahlt wird und damit diese Krankheitsfälle macht. Und bei irgendeinem Endlager, ich glaube in Asse, hat es ja auch schon begonnen, haben sich auch schon erste Zeichen gegeben, dass die Menschen, die dort leben, erhöhte Leukämieraten haben, auch die Erwachsenen. Und wiederum sagt unsere Physik und unsere Gesundheitsbehörde, kann gar nicht sein, wir messen keine erhöhten Radioaktivitäten. Aber diese feinstoffliche Strahlung mit positiven Vorzeichen, die speziell bei elektromagnetischen Deaktivierungsprozessen entsteht und speziell bei Atomreaktoren, weil da die Intensitäten besonders hoch sind, die läuft durch diese ganzen Abschirmungen durch, wie wenn nichts vorhanden wäre und wird von lebenden Systemen absorbiert. Sie merken, da gibt es einige Konsequenzen. Die zweite Konsequenz ist auf makroskopischer Ebene, da werde ich jetzt noch im Detail drauf eingehen, deswegen habe ich das hier rot markiert, aber Sie finden das auch auf globaler Ebene, in der Geobiologie, in der morphogenetischen Feldern, bei NASA, Beschleunigungsanomalien von Satelliten, also ganz im physikalischen Bereich. Sie finden das auf solarer Ebene, Sie finden das auf kosmischer Ebene und auf kosmologischer Ebene. Diese Feinstofflichkeit durchdringt alles und bringt auf all diesen Ebenen Anomalien hervor, wenn Sie nur genau genug messen. Das ist der Punkt. Sie müssen sehr gut messen können und Sie müssen sehr genau mit bestimmten Methoden hinschauen. Dann finden Sie diese Effekte. Wenn Sie da sozusagen mit einer Waage, die halt nicht auf ein Mikrogramm genau arbeitet, herangehen, geht das im Rauschen unter, im Messrauschen unter. Das heißt, im Messrauschen von groben Messgeräten steckt anscheinend noch eine Information drin, die auf feinstoffliche Effekte zurückgeht und die können Sie, wenn Sie das beginnen zu verstehen, durch Sensibilisierung der Messgeräte systematisch erkennen. Und das wäre eine Riesenaufgabe in der heutigen Physik. Wir wollen uns jetzt hier auf die makroskopische Ebene begrenzen und gleich mal zum Endergebnis für Sie gehen und für mich. Sie bestehen, jedes lebende System besteht aus einer ungeheuren Ansammlung von Zellmembranen. Jede Zellmembran mit innen ein bisschen Flüssigkeit und außen ein bisschen Flüssigkeit ist eine Phasengrenze. Alle Lebewesen sind die besten Detektoren für feinstoffliche Materie, weil sie immer aus Zellen aufgebaut sind. Aber diese Form von Absorption geschieht auch bei Metallen und bei Mineralien. Auch bei Wasser. Also ein Wasserlauf hat auch so ein Feld, wie ich das hier schematisch dargestellt habe. Ein Berg mit Mineralien aufgebaut hat auch ein solches Feld. Das gesamte Meer der Ozeane hat auch ein solches Feld. Zum Schluss stellt sich heraus, es gibt überhaupt nichts, was kein Feld hat. Und wenn diese Felder die eigentlichen Träger von Bewusstsein sind, dann lebt zum Schluss alles. Dann lebt ein Mineral, dann lebt ein Metall, dann lebt eine Pflanze, dann lebt ein Tier mit demselben Bewusstsein wie wir, nur etwas weniger gut ausgeprägt wie bei uns. Wir haben eine andere Evolutionsstufe, aber das Phänomen ist immer dasselbe. Die gesamte Natur hat diese unsichtbaren Felder. Und die haben Masse, die kann man wiegen, um das nochmal ganz konkret zu machen. Schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein Arzt an einer Bostoner Klinik in den USA Menschen, die TBC hatten, gebeten, ob er sie auf eine Waage legen durfte, kurz bevor sie tot gestorben sind. Denn damals gab es noch keine Antibiotika und ohne Antibiotika sind sie, wenn sie TBC bekommen, zum Tod verurteilt. Die Bakterien töten sie praktisch. Das heißt, man konnte damals konnte schmerzlindernde Mittel geben, aber man konnte den Tod nicht verhindern. Die ersten Antibiotika wurden in den 40er Jahren von Fleming Penicillin erkannt, weiß ja heute jedermann. Und erst dann konnte man beginnen, bestimmte bakterielle Krankheiten zu überwinden.
Aber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war das noch nicht der Fall. Das heißt, der Chefarzt dieser damaligen Klinik in Boston fragte die Leute, die TBC hatten. Dann hat er 6 Patienten gefunden, die gesagt haben, okay, sie können mich auf eine Waage legen. Und wenn ein Arzt, der schon hunderte von Menschen hat sterben sehen, wiederum sieht, wie der Kopf zur Seite fällt und das Auge bricht sozusagen und sich nicht mehr bewegt, dann weiß er, das ist der Todesaugenblick. Dann hat er bei diesen sterbenden Menschen Masseunterschieden von 6 bis 40 Gramm gemessen. Und das finden Sie heute im Internet unter Pseudowissenschaft. Wenn Sie also ins Internet gehen oder Englisch Pseudoscience eingeben, dann finden Sie solche Effekte. Das wird von der Wissenschaft einfach in die Ecke geschmissen, weil man überhaupt keine Erklärung hat, wie man eine Gewichtsänderung im Todesaugenblick erklären könnte, denn elektromagnetisch geht das alles nicht. Nun habe ich also noch nicht mit lebenden Menschen arbeiten können, habe auch nicht vor, das zu tun. Aber man kann ja zum Beispiel ein Blatt von einem Fliederstrauch abpflücken und das in eine luftdicht verschlossene Ampulle hineinquetschen. Wie gesagt, dann luftdicht verschließen und im Vergleich zu einer anderen luftdicht verschlossenen Ampulle ohne Fliederblatt mal messen. Auch ein Fliederblatt hat ein kleines Feld um sich herum. Jedes einzelne Lebewesen, auch ein Blatt, hat sein eigenes kleines Bewusstseinsfeld. Und wenn Sie das dann machen, dann sehen Sie hier auf der rechten Grafik lange eine Nulllinie, Anfangsdifferenz wieder von allen Folgedifferenzen abgezogen. Aber nach ungefähr 15 Stunden geht dem armen Fliederblatt sowohl die Luft als auch das Wasser in dem verschlossenen Gefäß aus und es stirbt. Das heißt, sein kleines Bewusstseinsfeld kann durch die Glaswand hindurch sich verabschieden und Sie messen dann einen Gewichtssprung. Zack, 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 sind auf einem neuen Niveau und das bleibt dann da konstant. Das heißt, ich kann dieses Phänomen, dass ein Lebensfeld sich von einem Lebenskörper abtrennt, im Falle eines Fliederblattes ganz leicht messen. Ist gar kein Problem. Das können Sie nur mit allen Samen machen. Ich habe nicht die Routine, ich habe kein Labor wie der Herr Hauschka, wo ich mit 10 Wagen und 10 verschiedenen Leuten, die Sachen betreiben, ich mache das alles selbst und habe nur eine Waage. Da können Sie jetzt Tausende von Samen durchixen. Sie können Mohnbrune nehmen, Sie können Kresse-Samen nehmen, Sie können Feilschensamen nehmen. Und vielleicht gibt es irgendwelche Samen, wo der Sprung besonders groß ist. Das habe ich also nicht optimiert. Aber beim einfachen Fliederblatt hat das wunderbar funktioniert. Und Sie können da auch andere Teile von Pflanzen hineinlegen. Die haben alle ihre Bewusstseinsfelder. Also Sie sehen, im üblichen Wachbewusstsein, in dem der Mensch diese ganzen Feinstoffe nicht sieht, auch nichts davon weiß, auch in der Schule nichts gesagt kriegt, leben sie eigentlich nur die Hälfte ihres Lebens und sie wissen gar nicht, dass dieses Feld, was ihr Bewusstsein ist, ganz weit ausgedehnt ist. Wenn sie manchmal ins Kaufhaus gehen und kaufen eine Schachtel Streichholz und gehen dann wieder nach Hause, kann das Gefühl manchmal aufkommen, dass sie vollkommen erschöpft sind, nachdem sie nur im Kaufhaus eine Schachtel Streichholz gekauft haben. Ich habe doch nichts getragen, ich habe nichts gemacht. Was ist denn eigentlich, was macht mich denn so müde? Kein Problem. Sie gehen mit diesem Feld in einem Kaufhaus durch die Felder aller anderen Leute, auch in dem Kaufhaus, und die interagieren miteinander. Wenn Sie etwas besser drauf sind als die anderen, dann holen sich die anderen von Ihnen Energie. Sie können das gar nicht verhindern. Sie müssten in die Wüste gehen, um das zu verhindern. Deswegen sind heilige Menschen früher oft in einsame Gegenden der Welt gegangen. Christus ging in die Wüste, um von kollektiven Effekten anderer Menschen über ihre Felder unbeeinflusst zu sein. Manche Leute rannten in den Urwald und andere versuchen auf hoher See ihr Glück zu finden, wo sie auch diesen Effekten anderer Feldeffekte von anderen Menschen enthoben sind. Aber jetzt wird es noch spannender. Also Sie haben alle ein solches Körperfeld. Über dieses Körperfeld könnte ich noch eine Stunde oder länger reden, weil das ein nicht-lineares Feld ist. Lineare Felder haben nicht die Fähigkeit, Informationen zu speichern. Also wenn sich zwei Lichtquanten treffen, können die zwar Interferenzen in dem Augenblick, wo die durcheinander durchlaufen, machen, da können Intensitäten rauf und runter gehen, das kann man messen. Aber wenn die sich dann wieder durcheinander getroffen haben und wieder weiter auseinanderlaufen, hat das eine Lichtquant keine Erinnerung, dass es gerade eben ein anderes Lichtquant getroffen hatte. Es hat keine Erinnerung davon. Dagegen diese feinstofflichen Quanten haben das Phänomen der Erinnerung. Die haben eine Nichtlinearität,
die zu einem Phänomen der Erinnerung führt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass man im Gehirn bisher noch keinerlei Erinnerungsmoleküle gefunden hat. Es hat im letzten Jahrhundert Forscher gegeben, die ein Leben lang danach gesucht haben, da muss man doch irgendeine Erinnerung auf grobstofflicher Ebene finden können. Das heißt, die haben Regenwürmer trainiert, in bestimmten Experimenten bestimmten Signalen zu folgen, haben dann die armen Tiere getötet und haben diese getöteten Reste der Regenwürmer ihren Nachfolgern zum Fressen gegeben, in der Hoffnung, dass die diese Erinnerung in sich aufgenommen haben und sich im Experiment richtig verhalten. Aber das ist nie gefunden worden. Das heißt, sie finden materiell kaum das Phänomen der Erinnerung. Und nach dieser Forschung scheint es so zu sein, dass die Gesamterinnerung in diesem Feld gespeichert ist. Deswegen dürfen sie dann, auch wenn sie gestorben sind und dieses Feld hat sich von dem Körper abgetrennt, ihre gesamten Lebenserinnerungen mitnehmen. Mit der vollen Verantwortung dafür. Also da könnte man wieder lange drüber reden. Okay, jetzt habe ich einen Freund, der ist ein sehr erfahrener Heiler. Der arbeitet anscheinend unentwegt mit diesen Feldern. Durch Bestrahlung mit seinen Händen und so weiter und so fort kann der Menschen heilen. Der kann denen neckentropische Feldenergie rüberschieben. Diese Form von Neckentropie, die heilende Wirkungen hat. Das gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, diese neckentropische Feinstofflichkeit in hoher Intensität aus ihrem Körper abzustrahlen und damit anderen zu helfen. Im Nebensatz möchte ich sagen, Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das abstrahlen können. Darüber möchte ich jetzt aber nicht weiterreden. Okay? Also habe ich meinen Freund gebeten, er soll doch mal in mein Labor kommen und soll eine Probe anschauen. Also einfach so drauf gucken, während sie an der Waage hängt. Und die Probe hatte vorher eine prima Nulllinie gezeigt. In dem Augenblick, wo er begonnen hat, drauf zu schauen, hat die ihre Masse geändert und wurde immer schwerer. Nach 90 Sekunden hat er gesagt, jetzt reicht es mir, auf deine Probe zu schauen, und ist in einen Nachbarraum gegangen und hat sich auf einen Stuhl gesetzt. Aber was Sie sehen ist, dass wir damit nachgewiesen haben, dass aus unseren Augen ein Sehstrahl feinstofflicher Natur herausgesandt wird. Parallel zu dem normalen Licht brauchen wir einen feinstofflichen Sehstrahl, der auch reflektiert wird. Und erst wenn das elektromagnetische Licht und der Sehstrahl, den Sie aus dem Auge heraussenden, neuronal verarbeitet werden, wird Ihnen das, was Sie sehen, auch bewusst. Diesen Sehstrahl hat schon Platon und Euklid vorhergesagt, weil die das gesehen haben. Wie gesagt, wenn man sensibel genug geworden ist, und frühere Leute waren das in vieler Weise, weil die kein Handy hatten und kein Telefon und keinen Stress und Sklaven, die sie bedient haben, da konnte man ein sehr entspanntes Leben führen. Und wenn man dann auch dazu veranlagt war, in eine Sensibilisierung des Bewusstseins zu kommen, dann begannen die diese Sachen zu sehen. So sagte Epikur und Platon, es gibt einen Sehstrahl, der aus dem Auge rausgeschossen wird und der wieder reflektiert in das Auge zurückgenommen wird. Und erst wenn beide zusammenkommen, das elektromagnetische, das wir hier von den Lampen haben oder von der Sonne, und das vom eigenen Auge ausgesandte Licht, dann sehen wir diese Dinge. Da könnte ich jetzt wieder eine Viertelstunde drüber reden, was passiert, wenn einer von den beiden unterbrochen ist. Denn dann sind sie blind. Aber vielleicht können wir das in der Diskussion auch machen. Also mein Freund setzte sich dann auf einen Stuhl und sagt mir dann später, nach ungefähr einer Minute, habe ich begonnen, an die Waage, an den Detektor an der Waage zu denken, mit der Absicht, dass die immer leichter werden sollte. Und schauen Sie mal, was in den 8 Minuten passiert ist. Das heißt, mein Freund konnte so einen entropischen Sehstrahl aussenden, wie Sie das auch unentwegt machen, das scheint entropisch zu funktionieren, und er konnte mental eine Strahlung aufgrund seiner neuronalen Phänomene im Kopf aussenden, die wiederum gesundheitshelfende Eigenschaften hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten, senden Sie einen Strahl feinstofflicher Energie auf dieses Gebilde. Das klingt jetzt sehr, sehr weit hergeholt, aber ein Beispiel kann das sehr anschaulich machen. Bestimmt hat die große Mehrheit von Ihnen schon mal im Café gesessen oder ging durch die Fußgängerzone, hat sich umgedreht und hat von hinten jemand in die Augen geschaut, der sie von hinten gerade fixiert hatte. Ist das schon mal jemand passiert? Okay. Das ist natürlich keine elektromagnetische Angelegenheit, sondern da wurde von hinten von jemand auf sie geguckt und ihr feinstoffliches Körperfeld, das ja nach allen Seiten sozusagen gucken kann,
hat gemerkt, ach, da schaut mich eben einer von hinten an und hat ihrem Gehirn signalisiert, dreht doch mal den Kopf um, dann haben sie sich umgedreht. Das heißt, dieses Phänomen hat fast jeder Mensch schon mal in seinem Leben erlebt. Und es ist ganz klar, dass das nicht elektromagnetisch geht, sondern dass das eine Erkennung der feinstofflichen Strahlung ist, die von hinten gekommen ist. Das heißt, um die Sache kurz zu machen, Sie haben ein Körperfeld. Dieses Körperfeld interagiert mit den Körperfeldern anderer Menschen. Das kann sie aufbauen oder das kann sie platt machen. Es kann ihnen Energie geben und es kann ihnen Energie nehmen. Es kann auch neutral sein. Wenn zwei Menschen, die sich mögen, die eventuell heiraten, zusammenkommen, dann ist natürlich gut, wenn der eine dem anderen was gibt und der andere etwas zurückgibt und beide fühlen sich angehoben. Wenn eine Win-Win-Situation auftritt, dann haben sie Glück gehabt. Aber es kann natürlich auch sein, dass nach 10 Jahren und 3 Kindern, die geboren wurden, irgendwie ein Unterschied auftritt und der eine wird zur Belastung für den anderen oder umgekehrt. Also das kann einmal der Mann sein, das kann die Frau sein. Wenn sie Glück haben, geht es in beider Richtungen weiter. Sie entwickeln sich beide weiter und die Win-Win-Situation bleibt erhalten. Aber wehe, diese Win-Win-Situation geht in eine Situation über, wo der eine mehr bekommt, als er selbst bereit ist zu geben. Was dann passiert, das wissen Sie ja alle. Das hängt alles mit feinstofflichen Dingen zusammen, die wir heute noch nicht wissenschaftlich kennen. Man kann sogar im Auge zeigen, wo dieser Sehstrahl ausgesandt wird, mikrobiologisch, das will ich jetzt aber ganz schnell verkürzen, und man kann im Gehirn zeigen, wo dieser Strahl, den mein Freund durch reines Denken mental auf die Waage übertragen hat, auch ausgesandt wurde. Alle diese Strukturen, die man mikrobiologisch da finden kann, ist in jedermann vorhanden, sodass jeder hier im Raum und auch auf der ganzen Welt prinzipiell diese Fähigkeiten hat. Manche können die nutzen zum Wohle der Menschheit oder auch manchmal zum Gegenteil. Hier nochmal die kurze Geschichte mit Leben und Tod. Wenn Sie sterben, lebt also dieser feinstoffliche Körper mit der gesamten Lebensinformation, die Sie hier in diesem Leben gesammelt haben, lustig weiter. Der grobstoffliche Körper löst sich auf. Allerdings hat dieser Körper ein Problem. Er hat keine physikalische Wechselwirkung mehr mit der normalen Materie. Das heißt, wenn er versucht, eine Tür aufzumachen mit der Klinke, greift seine feinstoffliche Hand da einfach durch. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis dieser Verstorbene merkt, dass er eigentlich durch die Wand gehen könnte. Aber das sind alles Lernprozesse, also dieses Phänomen des Lernens hört nach dem Tod nicht auf. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Dieses Phänomen Lernen, wenn Sie schon hier keine Lust haben zu lernen, ist es nicht so, dass das nach Ihrem Tod aufgehört hat mit dem Lernen, sondern es dauert dann nur sehr lange, bevor Sie begreifen, was Sie eigentlich alles noch machen könnten. So wie Sie auch jetzt schon im Leben eine gewisse Zeit brauchen, begreifen zu können, was Sie auch jetzt schon eventuell alles hätten machen können. Aber aus irgendwelchen Gründen haben Sie es nicht gemacht oder Sie haben es gemacht, also je nachdem. Aber dieser feinstoffliche Körper, der dann weitere Evolution auf der anderen Seite treiben kann, auch in einer unsichtbaren Dimension, über die ich jetzt ganz viel reden könnte, aber dazu reicht die Zeit wieder nicht, der kann sich auch irgendwann wieder eine befruchtete Eizelle suchen bei einer Frau, die gerade ein Kind mit einem Mann auf den Weg geschickt hat und kann da eintreten und kann dann wiedergeboren werden. Und in diesem Kreis sind wir alle, wie wir hier in diesem Saal sitzen, wie wir in Leipzig rumlaufen, wie wir auf der Erde herumlaufen, meistens schon ganz lange herumgegangen. Die eigentliche Kunst des Lebens besteht, aus diesem Kreis herauszukommen. Das Drinbleiben ist Automatik. Sie können es gar nicht verhindern. Die eigentliche Kunst besteht, wie man sozusagen dieses Wiedergeboren werden müssen und wieder als kleines Kind wieder in die Schule gehen zu müssen, die Windeln voll zu machen und lernen müssen zu gehen und zu sprechen und zu lesen und zu schreiben, wie man das vermeiden könnte. Aber darüber kann ich jetzt wieder nicht reden. Das würde viel zu lange gehen, aber das ist die eigentliche Aufgabe. Sie sehen noch eine andere Geschichte. Mit Ihrem grobstofflichen Körper gehen Sie permanent durch den Raum, also hier den dreidimensionalen Raum. Ich sehe, dass da ein Tisch steht und weiß, dass ich mit meinem Körper da nicht hindurchgehen kann. Das heißt, bei der Bewegung durch den Raum begegnen mir permanent Raumqualitäten, die ich berücksichtigen muss, damit ich keine Probleme bekomme. Speziell beim Autofahren oder bei anderen Dingen. Beim Kochen kann man sich verbrennen, man kann sich in den Finger schneiden. All das sind Raumqualitäten, die Sie, wenn Sie geschickt und intelligent sind, so behandeln können, dass Sie problemlos durchs Leben kommen. Aber dieser feinstoffliche Körper, der geht permanent, während Sie da sitzen oder laufen oder tun oder auch im Bett liegen,
läuft der durch Parallelwelten hindurch, die ich jetzt nur dem Namen nach hier andeuten möchte, die ich aber wissenschaftlich sehr wohl begründen kann. Und in diesen Parallelwelten scheint er permanent Zeitqualitäten abzuholen. Das heißt, wir haben eine Mischung in unserem Leben von Raumqualitäten und Zeitqualitäten. Zeitqualitäten bedingen immer psychosomatische Dinge. Wie fühle ich mich? Was fühle ich gerade? Komme ich gerade in Zorn? Komme ich gerade in Frieden? Habe ich gerade Liebesbedürfnis? Habe ich kein Liebesbedürfnis? All das sind psychosomatische Zeitqualitäten. Und die werden nicht nur von der äußeren materiellen Umgebung beeinflusst, sondern auch von höheren Dimensionen, von denen wir von unserer Erziehung hier normalerweise gar keine Ahnung haben. Mit anderen Worten, physikalisch ausgedrückt, es ergibt sich hier ein Ansatz für eine neue Theorie der Zeit. Man weiß heute physikalisch noch nicht, was das Phänomen Zeit eigentlich ist. Warum es einen Zeitpfeil gibt, warum gestern und heute und morgen systematisch getrennt ist und wir zwar zurückblicken können in der Zeit, was gestern war, aber keine Ahnung haben, vorherzusehen, was morgen kommen wird. Wenn das, was morgen kommen wird, auf dieser unsichtbaren feinstofflichen Ebene vorbereitet wird, um dann morgen einzutreten, dann kann jemand, der feinstofflich sieht, erkennen, was morgen passieren wird. Das nennt man in der Parapsychologie Präkognition. Der kann vorhersagen, was übermorgen kommen wird, wenn er heute schon sieht, was die Feinstofflichkeit beginnt vorzubereiten, damit es übermorgen eintritt, in dieser Zeitqualität. Sie merken, dass man da auch parapsychologische Dinge beginnen kann zu erklären, von der Hellsichtigkeit ganz abgesehen. Ist doch klar, wenn Ihnen dieser Sehstrahl hier, der jetzt unbewusst bei Ihnen läuft, wenn Ihnen das bewusst wird, haben Sie Hellsichtigkeit entwickelt. Und wenn dieses Denken mit feinstofflichen Dingen für Sie nicht nur ein Zufallsprodukt ist, sondern wenn Sie das bewusst zur Verfügung haben, so wie ich bewusst hier meine Hand bewegen kann oder bewusst sprechen kann, das voll sozusagen überblicke und steuern kann nach meinem Willen, dann sind Sie hellsichtig geworden oder telepathische Eigenschaften entwickelt. Und da könnte ich jetzt wieder eine halbe Stunde drüber reden, weil das absolut faszinierend ist. Auf der telepathischen Ebene gibt es keine Dialekte. Das heißt, Sie können, ohne dass Sie Englisch lernen müssen oder Spanisch lernen müssen, mit allen anderen Wesen telepathisch kommunizieren und können die verstehen, ohne dass Sie einen Dialekt oder eine Sprache lernen müssen. Das heißt, wenn Sie telepathisch kommunizieren können und finden einen Partner dazu, das kann auch ein Tier sein, dann können Sie mit ihm reden. Wenn Sie darüber mehr wissen möchten, lesen Sie die Bücher von Michael Rhodes, von Penelope Smith, einer Kalifornierin, oder machen Sie einen Kurs bei Margot Ruiz in Wien, besuchen Sie die Frau Inkrich in der Hofburg in Wien oder lesen Sie die Bücher von Herrn Weihrauch, die Flensburger Hefte. Da gibt es Leute, die haben diese Phänomene systematisch gesammelt, was man telepathisch und bei Hellsicht alles machen kann, wenn man es denn kann. Sie merken an, was wir im Wachbewusstsein alles vorbeigehen. Sie haben diese Fähigkeit alle, diesen Sehstrahl auszusenden, und Sie haben alle schon gemerkt, dass hier jemand von hinten angeguckt hat. Diese Phänomene können Sie systematisieren und kultivieren, so wie Sie mit 6 Jahren anfangen, 1 plus 1 ist 2 und 3 plus 2 ist 5 und 3 mal 4 ist 12. Das ist ein Training, in das Sie eintreten, sodass Sie zum Schluss das kleine 1 mal 1, zack, das können Sie. Und so könnten Sie auch Ihre Gehirnphysiologie systematisch trainieren und kultivieren, um diese Dinge irgendwann zack zu haben. Wäre Ihr Leben ganz anders. 100% anders. Und der Witz ist, dass die meisten kleinen Kinder diese Fähigkeiten noch haben. Aber wenn sie mit Erwachsenen zusammen sind, die alle sagen, wieso hellsichtig, ich sehe nichts, ich sehe da nicht in der Ecke irgendeine Gestalt mit Struktur und Form, da ist nichts, da steht eine kleine Pflanze da hinten, dann trainiert sich das Kind diese Fähigkeit selbst ab, weil es ja den Eltern gehorchen möchte. Und wenn das 6, 7, 8 Jahre alt geworden ist, sieht es da hinten auch nichts mehr. Und dann sind sie ein normaler Erwachsener geworden und haben alles vergessen. Also wir haben gesehen, Lebewesen haben alle einen solchen Feldkörper. Egal ob Bakterium, Regenwurm und so weiter und so fort, alles hat einen Feldkörper. Diese Form von Materie hat ganz bestimmte Interaktionen, also physikalische Wechselwirkungen. Eine Wechselwirkung ist ihre Gravitationsanziehung, weil sie Masse hat, reale Masse, und die wird angezogen von Himmelskörpern. Die andere war, dass sie an Formen
andocken kann. Die erkennt Phasengrenzen und kann auch wieder Phasengrenzen, kann über diesen Mechanismus die Morphologie von Systemen bestimmen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber Sie erinnern sich alle an die Bilder von Emoto, kennen Sie die? Wodurch Gedankenkraft die unterschiedlichsten Formen erzeugt werden können. Bei Gedankenkraft heißt immer Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Und das haben wir hier gerade gesehen. Ausrichtung der Aufmerksamkeit bedeutet, dass Sie feinstoffliche Quanten aussenden. Die können dann von dem Wasser, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit draufrichten oder wo Sie Ihr Gebet draufrichten, das ist auch eine Art der Ausrichtung von Aufmerksamkeit, kann es absorbiert werden und beginnt die Kristallisation zu ändern, die Struktur, die sich dann bildet, also die Form, die entsteht, zu variieren. Das ist ein Riesengebiet, könnte ich noch ganz viel darüber erzählen, wird in vielen naturheilpraktischen Tests verwendet, um zu erkennen, ob jemand in einigen Jahren zum Beispiel Krebs kriegt oder nicht. Also medizinisch hochinteressant, diese Fähigkeit der Feinstofflichkeit, sich morphologisch darzustellen und zu zeigen, welche Informationen in ihr drin steckt. Kann ich nur kurz erwähnen, geht nicht. Aber wir haben jetzt gesehen, wir haben diese Felder. Diese Felder sind sozusagen Quantenfelder, um es jetzt wissenschaftlich auszudrücken, und bestimmen damit eine makroskopische Quantenmechanik. Diese Felder sind in der mikroskopischen Ebene das, was man dort die mikroskopischen Orbitale nennt. Das heißt, jedes Elementarteilchen, jedes Elektron, jedes Proton, jedes Neutron, jeder Kern hat eine Hintergrundstruktur, die aus feinstofflichen, geometrisch aufgebauten Quanten aufgebaut ist. Und jedes Quant, haben wir gesehen, und die Versuche belegen das, ist im Prinzip ein kleines elementares Lebewesen. Mit allen Aspekten von Leben, Ego, Intellekt, Mind, Gedächtnis, also die Fähigkeit zu denken, Sinnesphysiologie und so weiter und so fort. Und insofern ist also jedes Atom, jedes Elementarteilchen auch ein kleines Lebewesen. Nur über die Methoden der heutigen Physik können Sie die Hintergrundstrukturen nicht entdecken. Sie können das über Streuexperimente, um das jetzt wissenschaftlich auszudrücken, über Streuexperimenten können Sie sozusagen immer nur die Eisbergspitzen der Elementarteilchen erkennen, die aus diesen feinstofflichen Hintergrundstrukturen permanent heraus erzeugt und wieder vernichtet werden. Aber die eigentliche feinstoffliche Hintergrundstruktur können Sie über Streuexperimente nicht erkennen. Die ist verborgen. Aber die Materie hat sozusagen eine psychoide Natur. Und das hat Wolfgang Pauli, der große Nobelpreisträger, der das Pauli-Prinzip in der Quantenmechanik eingeführt hat, in der Zusammenarbeit mit C.G. Jung direkt formuliert. Er sagte, die Natur, die normale tote Materie, hat im Prinzip eine heute unbekannte Psychoide, so hat er das genannt, Hintergrundstruktur. Und genau die kann ich sozusagen dingfest machen. Das heißt, alle Elementarteilchen haben eine bestimmte geometrische, feinstoffliche Hintergrundstruktur. Und jetzt wird es ziemlich physikalisch. Tut mir leid, ich muss jetzt auch ziemlich physikalisch mit Ihnen ein bisschen weiterreden. Das bedeutet, dass auch die Lichtquanten eine feinstoffliche Hintergrundstruktur haben. Die bilden sozusagen diese Vierergruppen von Quanten, die in einer bestimmten Weise zusammengelagert sind. Und die haben eine Schwingungsfähigkeit und geben sozusagen jedem Lichtquant eine Hintergrundstruktur, die im Prinzip ein kleines Lebensfeld darstellt. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, aber ausführen könnte, wenn die Zeit reichen würde, ich will nur das Endergebnis bringen. Das Endergebnis ist, dass die grobstofflichen Elementarteilchen, die die Physik heute kennt, die folgen alle den beiden Relativitätstheorien von Albert Einstein. Die können also die Lichtgeschwindigkeiten nie überschreiten und beginnen ihre Masse relativistisch zu ändern, wenn sie relativ zu einem System mit einer bestimmten Geschwindigkeit dahergeflogen kommen. Aber die Feinstofflichkeit, die scheint unentwegt mit Überlichtgeschwindigkeiten zu arbeiten. Das heißt, wenn Sie telepathisch kommunizieren können, sind Sie nicht an die Lichtgeschwindigkeit gebunden. Das hat riesige Konsequenzen. Denn wenn Sie an die Lichtgeschwindigkeit gebunden sind, dann ist die Kommunikation mit dem nächsten Stern, den wir haben, 4 Lichtjahre weg. Das heißt, Sie müssen 4 Jahre warten, bis ein Lichtsignal elektromagnetisch dahin gereist ist. Dann müsste das dort von Lebewesen in irgendeiner Weise erkannt werden und wieder zurückgesandt werden. Das heißt, nach 8 Jahren hätten Sie sozusagen die nächste Information in der
Lichtkommunikation elektromagnetisch mit einem Lebewesen auf einem Stern, der 4 Lichtjahre von uns entfernt ist. Und der nächste Stern ist gerade 4 Lichtjahre von uns entfernt. Natürlich können das auch Planeten sein, wo dann wieder Lebewesen drauf sind. Das heißt, es ist unpraktisch. Also mit Relativgeschwindigkeiten, die die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten können, können sie mit dem Universum nicht kommunizieren. Sie merken schon, man kommt jetzt in Dimensionen, die für das alltägliche Denken ziemlich herausfordernd werden. Wenn Sie also telepathisch kommunizieren können, können Sie mit unglaublichen Geschwindigkeiten durchs Universum kommunizieren. Mit der millionenfachen Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, Sie können über telepathische Kommunikation, das ist nur eine Frage, Sie müssen es im Kopf auflösen können und Sie müssen Sie müssen das aktiv beherrschen können, sensibel genug machen können und Sie müssen die richtige Frequenz treffen. Da gibt es also Frequenzunterschiede wie beim Radio, das heißt, Sie müssen eintunen können. Diese zwei Dinge, Sensibilität und die Sensibilität, um Frequenzen sozusagen durchzuswitchen, um die Frequenz des anderen zu finden. Wenn Sie diese Sache hinkriegen, dann können Sie mit unglaublicher Ist-Zeit mit intelligenten Wesen durchs gesamte Universum kommunizieren. Sie merken, an was wir alles vorbeigehen, wenn wir im Wachbewusstsein davon überhaupt noch nie etwas gehört haben. In den nächsten 50 bis 100 Jahren wird es Trainingsprogramme für Menschen geben, die sich darauf spezialisieren, was ich eben gesagt habe. Und wir werden das dann machen. Und höhere Wesen im Universum gibt es schon zuhauf, denn diese Neckentropie, die ich ganz zu Anfang hier gebracht habe, diese Feinstofflichkeit mit negativen Vorzeichen, die also lebensunterstützende Eigenschaften hat, die wirkt mit großer Übermacht im ganzen Universum und ist sozusagen dafür prädestiniert, überall hohe Intelligenz hervorzubringen. Das heißt, wir sind hier nicht die einzigen Lebewesen auf einem Stern sozusagen vergessen, wie das der Monod beschrieben hat in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit, einem Nobelpreisträger für Neurophysiologie aus Paris, dass wir sozusagen zufällig hier auf diesem Stern mit diesem Körper uns entwickelt haben, vergessen von in einem toten Universum und in irgendeiner Ecke dahin darben. Das ist die traurige Möglichkeit der Interpretation. Die etwas positivere Interpretation ist, dass es überall im Universum von Leben nur so wimmelt. Weil das aufgrund dieser Neckentropie unumgänglich ist. Diese Neckentropie erzeugt überall Ordnungsstrukturen, fördert deren Evolution und deren Stabilisierung, bis hin zu hoher Intelligenz. Das heißt, es gibt im Universum sehr wahrscheinlich Myriaden von Planeten, wo es hochintelligentes Wesen gibt und manche können längst telepathisch und warten darauf, dass wir das auch lernen. Wir sind da etwas zurückgeblieben, wenn wir es nur elektromagnetisch versuchen. Elektromagnetisch, also diese Suche nach außerirdischer Intelligenz, die von bestimmten Institutionen in den USA mit Radioteleskopen und elektromagnetischen Signalen versucht wird, ich will mich jetzt da nicht hochmütig drüber erheben, das ist Hightech, was diese Leute machen und das ist auch bewundernswert, aber es ist noch nicht so weit entwickelt, dass da wirklich etwas dabei herauskommen kann. Das Universum arbeitet in der Informationskommunikation nicht elektromagnetisch, das ist zu langsam. Das arbeitet nur feinstofflich telepathisch. Und wer das nicht weiß, kann also elektromagnetisch senden, so viel er will, der kriegt gar keine Antwort, weil das viel zu lange dauert. Er müsste sich so entwickeln in seinem eigenen Kopf, dass er das telepathisch machen kann, dann geht das mit affenartiger Geschwindigkeit. Und dann kann er auch Antwort bekommen. Deswegen antwortet das Universum nicht. Das Universum spricht nicht elektromagnetisch, das spricht feinstofflich. Kommuniziert feinstofflich. So haben also auch Lichtquanten eine feinstoffliche Hintergrundstruktur und haben also einen kleinen Feldkörper. Und wenn nun zwei Lichtquanten aus einem angeregten Zustand eines Calciumatoms, wo man heute weiß, da werden zwei Quanten in die entgegengesetzte Richtung mit gleicher Frequenz auseinandergesandt, dann haben die sozusagen zwei Feldkörper, die aus dem gleichen Mutterkörper kommen und diese beiden Feldkörper kommunizieren permanent, solange sie nicht gestört werden, mit Überlichtgeschwindigkeit miteinander. Und das nennt man dann in der Wissenschaft ein verschränktes System, englisch ausgedrückt ein Entangled System. Das ist die Basis für diese Einstein-Podolsky-Rosen-Experimente, wo sie ein Lichtquant in diese Richtung schicken und ein anderes Lichtquant in diese Richtung schicken. Und die fliegen beide mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn sie bei dem einen die Polarisation nach 100 Meter ändern, ändert sich die Polarisation des Partners automatisch so, dass die Gesamtpolarisation erhalten bleibt. Das ist
nach Einstein überhaupt nicht zu erklären, denn nach Einstein können ja zwei Quanten, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, gar nicht mehr miteinander kommunizieren, weil es ja nichts Schnelleres gibt als Lichtgeschwindigkeit. Trotzdem hat man in der Quantenmechanik längst entdeckt, dass immer dann, wenn ein System in die Tunnelprozesse gezwungen wird, Überlichtgeschwindigkeitsphänomene auftreten. Tunnelprozesse bedeutet, die grobstoffliche Komponente wird ganz in die Feinstofflichkeit hineingequetscht und was dann herauskommt, ist ein kurzzeitiges System, das nur mit Überlichtgeschwindigkeit kommunizieren kann. Um es nochmal praktisch zu machen, vielleicht ist das jetzt zu abstrakt für Sie, wir kommen ja gleich auf die Verschränkung des Menschen mit dem Universum. Dieser grobstoffliche Körper, den Sie hier angezeichnet oder skizziert sehen, der folgt immer der Newton'schen Physik und er folgt immer den Relativitätstheorien von Albert Einstein, der kann nicht anders. Aber dieses Feld hat genau die komplementären Eigenschaften. Das ist sozusagen fähig, dem Einstein nicht nur ein Schnippchen zu schlagen, sondern die beiden Relativitätstheorien, die für diesen grobstofflichen Körper zuständig sind, vollkommen komplementär zu ergänzen mit Überlichtgeschwindigkeitseffekten. Das heißt, sie sind eine polare Struktur, die von der Grobstofflichkeit gebunden ist an die normalen Gesetze der Physik, die wir Newton und Einstein zuschreiben. Ihr Bewusstseinsfeld hat genau die komplementären Eigenschaften und könnte sozusagen mit affenartiger Geschwindigkeit überall hin kommunizieren und sich auch überall hin verschränken. Also in Kommunikation mit anderen Feldern dieser Art gehen und genauso miteinander kommunizieren, wie das im Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment zwei Photonen machen, die mit Lichtgeschwindigkeit in die umgekehrte Richtung fliegen. Sie merken wieder, an was wir allem vorbeigehen, weil wir es noch nicht mal wissen und weil wir nicht üben, diese Sache zu entwickeln in unserem Leben. Dieses Phänomen, dass wir so vieles nicht tun, hat Platon beschrieben mit seinem platonischen Höhlengleichnis. Er sagte, im Wachbewusstsein leben wir wie eingesperrt in einer Höhle, wo wir den Kopf nicht zum Höhlenausgang umdrehen können. Wir sehen nur, was auf der Höhlenrückwand in Form eines projizierten Filmes abläuft und halten das für die ausschließliche Realität, an die wir uns halten müssen. Und dann sagt er, wenn aber einer mal die Fähigkeit hat, diese Fesseln im Kopf, das heißt, die Fesseln im Kopf heißt, die Unsensibilität durch eine immer höher wachsende Sensibilität zu ersetzen, dann kann er irgendwann beginnen, in diese Feinstofflichkeit hineinzuschauen, zu fühlen, zu tasten, zu riechen, zu schmecken, zu kommunizieren und diese Phänomene sogar von sich über telepathische und hellsichtige Phänomene ins ganze Universum auszudehnen. Da merken Sie, wie unglaublich eingeschränkt Sie gerade auf diesem Stuhl sitzen und das war es dann auch. 80 Jahre und dann verabschieden wir uns wieder. Das ist die platonische Höhle. Platon war ein Erleuchteter anscheinend, der diese platonische Höhle verlassen hatte und deswegen in seiner Schule den Kindern und den Erwachsenen, die da reinkamen, gelehrt hat, wie man da rauskommt. Wissen Sie, wo das Wort Schule herkommt, griechisch? Von Skole. Ich bin kein alter Grieche, aber es gibt zwei, drei Wörter, die ich mir gerade merken kann, wie zum Beispiel Atomos, unteilbar von Demokrit oder Skole. Skole heißt im Griechischen zur inneren Ruhe kommen. Und das ist der Weg zur Sensibilisierung des Gehirns. Das heißt, in der Schule von Plato wurde zwar auch über Arithmetik gesprochen, über Geometrie, die mussten Musikinstrumente lernen und die mussten andere künstlerische Dinge lernen, wie wir das heute auch machen. Aber das eigentliche Ziel bei Platon war in der Frage, erkenne dich selbst, dieses Prinzip von Skole, immer mehr innere Ruhe entwickeln. Das ist das, was man mit Meditation auch versuchen kann, was in der vedischen Tradition über die transzendentale Meditation seit tausenden von Jahren gemacht wird. Das heißt, das Phänomen innerer Ruhe bedeutet im Körper immer Regeneration. Wenn Sie durch die Fußgängerzone gegangen sind und Sie haben müde Beine gekriegt, setzen Sie sich auf einen Stuhl im Café, trinken eine Tasse Kaffee oder sonst was. Und in dem Augenblick, wo Sie sich hinsetzen, beginnt Ihr Körper mit dieser geringeren Belastung des Stuhlsitzens sofort zu regenerieren. Der zögert keine Millisekunde. Nach 10 Minuten sagen Sie, jetzt ist es wieder gut, ich fühle mich wieder frisch und machen wieder ein paar Schritte weiter in der Fußgängerzone. Das heißt, wenn Sie Ihrem Körper Ruhe anbieten, bedeutet das immer für den Körper, sofort mit Regeneration loszulegen. Deswegen liegen Sie ja 6 bis 8 Stunden jede Nacht im Bett und schlafen. Sie können auch auf dem schönsten Fasching mit der schönsten Frau, mit dem schönsten Mann mal 2, 3 Nächte durchtanzen und andere tolle Dinge machen. Aber wenn Sie sich dann nicht ins Bett legen, macht das alles kein Vergnügen mehr irgendwann.
Das heißt, sie müssen zwischen Aktivität und Ruhe ein Leben lang hin und her pendeln. Und nur solange wie die Kapazität, die sie in der Ruhe aufgebaut haben, reicht, sind sie in Tagesaktivität gut drauf. Wenn die Müdigkeit zu viel wird, macht ihnen alles keinen Spaß mehr. Und wir in der westlichen Tradition haben uns nun darauf konzentriert, das Phänomen der Aktivität systematisch weiterzuentwickeln. Bis zum Marathonlauf, bis zur Hochleistung in der Schule. Leute, die also brillante Denker sind, die Manager sind, die alles im Griff haben im Äußeren. Und wir haben vergessen, dass wir genauso systematisch das Phänomen von Scholli trainieren könnten. Immer ruhiger, immer ruhiger, immer ruhiger. Und dann entdecken, was dann im Kopf passiert. Weil diese Ruhe vom System benutzt wird zum Regenerieren. Und regenerieren heißt immer in Ihrem Nervensystem noch mehr sensibilisieren, noch mehr sensibilisieren. Und diese Sensibilisierung ist das, was Sie brauchen, um hellsichtig zu werden. Mit der Holzhammer-Methode geht das nicht. Also jeden Tag einen Marathonlauf hinzulegen, können Sie zwar machen, aber da werden Sie nicht hellsichtig, das kann ich Ihnen versprechen. Nach 20 bis 30 Jahren sind die gesamten Gelenke kaputt und Sie gehen wie Zatopek an Krücken. So hat er das auch am Ende seines Lebens gemacht. Das können Sie alles machen. Aber es wäre viel interessanter, das Prinzip von Scholli zu systematisieren. Denn das können Sie bis ins 90. Lebensjahr machen. Sie können sich immer auf einen Stuhl setzen und diese innere Ruhe noch weiter kultivieren. Das geht auch, wenn Sie schon einen Zipperleiter haben, geht das immer noch. Sie merken, dass da uns etwas fehlt. Und das ist das, was aus dem Osten sozusagen mit dem Westen zusammenkommen muss. Wir wollen ja unsere Hightech-Zivilisation haben und weiter kultivieren. Und wir brauchen Ingenieure, die uns einen noch besseren Computer bauen und ein noch besseres Fernsehsystem und die Raketen noch weiter schießen. Das brauchen wir ja auch alles, das wollen wir alles, das will ich auch. Aber ich bin auch daran interessiert, die andere Seite der inneren Ruhekultivierung genauso auf die Spitze zu treiben und diese zwei Sachen zusammenzubringen. Wenn das gelingt, haben wir eine neue Zivilisation auf einer neuen Ebene. Weil dann Hellsichtigkeit und Telepathie zum Tagesgeschäft gehören zusätzlich zu den Raketen, die wir noch irgendwo hinschießen. Das wäre ganz schön. Und jetzt schauen Sie mal, was der Mensch da für Verschränkungsmöglichkeiten hat. Der hat ja schon ein Körperfeld, so wie die Elektronen und die Lichtquanten ein feinstoffliches Hintergrundfeld haben, was ich durch diese Kreise symbolisch dargestellt habe, weil ich das sonst schwer zeichnen konnte. Und insofern haben wir schon alles, was wir brauchen zur Verschränkung. Wir müssen sozusagen nur diese Fähigkeiten dieses Feldes, wo ist denn mein Pointer hier, die Fähigkeit dieses Feldes in unsere bewusste Wahrnehmung übernehmen können. Und das geht nur über Sensibilisierung, sonst nichts. Es tut mir leid, das ist so. Sonst rutscht Ihnen das durch die Sinnesphysiologie und Sie merken gar nicht, dass es da ist. Das heißt, Sie brauchen Technologien, um irgendwann dieses Körperfeld mit dem, was Sie da mit den Augen aussenden, was Sie mit Ihren Gedanken aussenden, dass Sie das vollkommen beherrschen und überblicken. So wie Sie das kleine Ein-Mann-Eins zur Verfügung haben und wie ich mit meiner Hand zu diesem Glas greifen und trinken alles Mögliche machen kann, so kann man auch mit diesem Körperfeld alles Mögliche machen. Und das ist die Spannweite, wo Sie jetzt mit diesem Feld sozusagen Verschränkungsexperimente machen können. Das ist die kosmologische Ebene. Das ist ein planetarischer Nebel, der in seiner Explosion, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das ist eine halbe Stunde reden, wo die Feinstofflichkeit die Struktur bestimmt. Die Sonne hat auch solche Felder, die kann man direkt nachweisen bei den Anomalien der NASA-Sonden, die um die Sonne geschossen wurden und wo Beschleunigungsanomalien auftreten, die heute kein Mensch verstehen kann, außer man führt die Effekte dieser gravitativ wirkenden Felder ein. Genauso gibt es um die Erde dieses Feld. Da gibt es ein Hartmann-Gitter. Wissen Sie, was das ist? Kennen Sie. Mit 2 bis 2,40 Meter aufgespannt, genau orthogonal, das heißt rechtwinklig nach den Polen ausgerichtet. Wenn Sie auf der falschen Stelle schlafen, werden Sie krank. Entropische Wirkung und auf der anderen Seite haben Sie Orte der Kraft, wo Sie pumpern gesund werden können. Das heißt, Sie haben im Hartmann-Gitter diese Polarisation von entropischen Wirkungen und neckentropischen Wirkungen der Feinstofflichkeit, die um die Erde gebunden sind. Und der Herr Hartmann hat sich darauf spezialisiert, Leute, die mit Krebs zu ihm gekommen sind, als erstes zu fragen, an welcher Stelle schlafen sie in ihrem Zimmer. Da ging er hin und hat mit seiner Wünschelrute darum getestet und gemacht und hat meistens erkannt, dass die Leute auf einer Stelle schlafen, wo das Hartmann-Gitter in der entropischen Form die Physiologie schlicht und einfach krank macht.
Na, schieben Sie das Bett doch bitte einen Meter weiter. Da haben Sie die neckentropische Seite, die für die Gesundheit zuständig ist. Und dann gingen die Leute wieder gesund nach Hause oder wurden mit der Zeit wieder gesund. Das heißt, Sie sehen, wie ungeheuer praktisch dieses Wissen über die Feinstofflichkeit ist. Genauso können Sie die Sheldrake'schen morphogenetischen Felder um die Erde erklären. Sie können das Nelson'sche GCP-Projekt, also Global Consciousness Project, erklären und viele andere Dinge mehr. Das heißt, Sie haben kosmische Felder, Sie haben solare Felder, Sie haben globale Felder, Sie haben Kollektivfelder im Kaufhaus und überall. In diesen Kollektivfeldern wird die Emotionalität eines Menschen über das kollektive Feld auf andere übertragen. Das kann sehr angenehm sein, das kann auch sehr belastend sein. Wenn jemand, der sehr sensibel ist, zu einem Spiel von Bayern München geht, wo die gerade verlieren, kommen Sie in ein Kollektiv herein, wo Sie hinterher also auf Knien wanken, gerade noch herauskommen. Weil das gesamte Kollektiv der 40.000 Leute sich so geärgert hat über den Verlust dieses Spiels, dass sie also sehr viele entropische Wirkungen erzeugt haben. Und deswegen gehen also Leute, die diese Sensibilität haben wollen, nicht so gern in solche hochdramatischen, emotionalen Kollektivfelder hinein. Sie haben einen eigenen Feldkörper, der mit all dem zusammenarbeitet. Aber es gibt auch Wesenheiten, die überhaupt keinen grobstofflichen Körper haben und trotzdem existieren. Und wenn Sie alles falsch machen, können Sie mit dem Probleme bekommen. Das kann sehr unangenehm werden. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, obwohl das ein spannendes Thema ist. Es gibt Schutzwesen, es gibt Naturwesen, es gibt Geister, es gibt Tote, es gibt Leute, die Tote sehen, die lachen sich grün und blau, wenn die anderen trauern, weil dieser Tote bei der Beerdigung dabei steht und sagt, Mensch, das haben sie aber fein formuliert und für mich so viele Grenzen. Also ich will mich da nicht lustig machen, ich habe auch Rotz und Wasser geheult, als meine Mutter gestorben ist, aber mit meiner eigenen Forschung habe ich mit der Zeit gemerkt, dass das eine Realität ist, dass man den Tod überlebt. Auch die Natur hat diese Felder, die Mineralien haben diese Felder. Warum gehen Sie so gerne in den Wald, nicht? Warum gehen Sie so gerne auf die Berge spazieren? Weil Sie damit Resonanzen der feinstofflichen Natur in Berührung kommen, wo Sie sagen, ach, schön, also so herrlich hier, ich fühle mich so entspannt und aufgebaut. Das heißt, die Natur hat über Jahrmillionen dieses Phänomen der Neckentropie-Konzentration kultiviert. Das heißt, Bäume, die gesund und kräftig dastehen, die haben neckentropie-dominante Felder um sich herum. Und wenn sie mit denen in Berührung kommen, dann kriegen sie davon etwas ab. Genauso wie sie im Kaufhaus etwas abgezogen kriegen. Wenn sie Pech haben, können sie auf der anderen Seite etwas Positives bekommen, wenn sie in eine gesunde Natur gehen, wo die Natur starke Neckentropiefelder aufgebaut hat. Die Nahrung natürlich ist voller Felder. Sie wollen ja keinen Salat essen, der schon welk geworden ist, weil sie eben nicht nur an den Proteinen, an den Zuckern und an den Mineralien und an den Proteinen, was man da an Vitaminen und sonst noch alles aufnimmt, von der Nahrung Interesse haben, sondern sie möchten das neckentropische Feld des Salates natürlich auch noch zu sich nehmen. Das ist das, was sie eigentlich auch noch haben möchten. Und die Tomate sollte auch ein schönes neckentropisches Feld haben und dann schmeckt sie erst so richtig gut. Das heißt, die ganze Luft, das ganze Wasser, was sie zu sich nehmen, die ganze Nahrung, da sind sie natürlich nicht nur an den grobstofflichen Dingen interessiert, sondern die Sache bekommt ihnen erst so richtig, wenn die voll neckentropischer Feldladungen sind. Dann wird es erst richtig, dann schmeckt das richtig und es ist spannend. Okay. In der mikroskopischen Ebene gibt es da auch die ganzen Quanten sozusagen, die ganzen Orbitale, die ich hier mal skizziert habe. Das ist das 2s-Orbital des Wasserstoffatoms. Das sind stehende Felder der Feinstofflichkeit. Und in diesen Feldern wird homöopathisch Information gespeichert. Das heißt, das Phänomen der Homöopathie ist kein grobstoffliches Verdünnungsphänomen, was man ja auch nie erklären konnte, wieso so etwas wirken sollte, sondern die Information wird bioaktiv in den Feldern, in den Atomen der molekularen Struktur gespeichert und kann sich von dort wieder reexprimieren. Aber auch die kosmische Raumzeitgeometrie ist ein Lebensfeld. Jetzt frage ich Sie, wo in der Umgebung des Menschen keine Lebensfelder sind. Das sind alles Lebensfelder, Lebensfelder, Lebensfelder. Und die Grobstofflichkeit ist in der krassen Unterzahl im Universum.
Denn man hat ja schon gefunden über die Untersuchung der Astrophysik, dass es auch in der klassischen Physik, in der heutigen Physik, noch irgendeine Anomalie gibt, die man nicht verstehen kann. Und das ist die sogenannte dunkle Materie und die dunkle Energie, die man astrophysikalisch gefunden hat. Das heißt, da treten gravitative Wirkungen auf im Universum, für die man keine Erklärungen hat. Deswegen hat man ihnen Namen gegeben. Man sagt, bevor sich Galaxien bilden können, muss sich irgendetwas schon zusammengeklumpt haben, was dann die normale Materie auch gravitativ anzieht. Und das, was sich da gravitativ zusammengeklumpt hat, dem hat man den Namen gegeben, dunkle Materie, weil man es nicht sieht, weil es keine elektromagnetische Wechselwirkung hat. Und diese feinstofflichen Quanten mit positiven Vorzeichen scheinen die Kandidaten zur Erklärung der dunklen Materie zu sein. Und die Quanten mit negativen Vorzeichen scheinen die Kandidaten zu sein für die sogenannte dunkle Energie im Universum. Und aus kosmologischen Modellen weiß man heute, dass das Universum expandiert und zwar noch beschleunigt expandiert. Und wenn man das nach den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie mathematisch durchrechnet, kommt man zu dem Schluss, dass man 73% feinstofflicher dunkler Energie braucht, das heißt neckentropischer Feinstofflichkeit im Universum, 23% dunkler Materie und nur 4% der sichtbaren Materie ist der Rest, von dem man sieht. Alle Galaxien zusammen sind also im Universum nur 4%. Die entropisch wirkende Feinstofflichkeit sind 23% und die lebensfördernde neckentropische Feinstofflichkeit sind danach 73%. Das heißt, das Universum ist nun wirklich ein vollgepumptes Lebewesen mit 96% Lebensfeldern. Deswegen ist es kein Wunder, dass Giordano Bruno im Jahre 1600 mit einer verfeinerten Sinnesphysiologie gesagt hat, was hat er gesagt? Das Universum ist ein kosmisches Lebewesen. Das war dann Grund genug, um ihn dort in Rom zu verbrennen, wo heute sein Bronzedenkmal steht, weil dann das für die Kirche natürlich eine ketzerische Äußerung war. Aber es gab also Leute, und nicht nur Giordano Bruno, sondern viele andere, Spinoza und so weiter, hatten alle längst erkannt, aufgrund einer sensibleren Gehirnphysiologie im Vergleich zum üblichen Wachbewusstsein, dass das Universum ein Lebewesen ist. Und das wird heute von der Physik insofern bestätigt, als 96% der Gesamtmasse des Universums entweder negative oder positive feinstoffliche Materie sind und nur 4% ist das, was man sozusagen anfassen kann. Sie sehen also, wir sind hier im Zentrum angesiedelt sozusagen mit einer kosmischen Umgebung, mit einer lokalen Umgebung, mit einer mikroskopischen Umgebung, wo zum Schluss alles lebt. Es gibt überhaupt nichts Todes mehr. Nur im Wachbewusstsein, wo wir das alles nicht sehen, sagen wir dann, das ist ein totes Glas. Das ist ein totes Stück Materie. Weil wir nicht sehen, dass das Wasser, was da drin ist, auch Felder um sich herum aufgebaut hat. Das können lebensfördernde Felder sein, es können auch lebenszerstörende Felder sein. Deswegen hängt es davon ab, was wir mit Wasser machen, bevor wir es trinken. Deswegen gibt es Leute, die versuchen, Wasser zu aktivieren, was das auch immer bedeuten mag. Im besten Sinne ist das eine Intensivierung der neckentropischen Feldintensität auf diesem Wasser und dann das Wasser erst trinken. Wenn das entropisch geladen ist, trinken wir eigentlich etwas, was unsere Gesundheit belastet. Also Sie merken, die ganze Nahrung hängt eigentlich damit zusammen, wie diese Intensitäten auf den einzelnen Nahrungsmitteln draufhängen. Und jemand, der hellsichtig ist, der geht in den Supermarkt und sieht, diesen Apfel nehme ich und diesen Apfel nehme ich nicht. Und diese Flasche Milch nehme ich und diese Flasche Milch nehme ich nicht, weil er die Feldintensitäten alle erkennen kann. Die kann man in Form von Farben und Strukturen sehen, wenn man es denn kann. Glauben Sie nicht, dass ich es kann, aber ich weiß, dass es so ist. Ich kann Ihnen darüber berichten, ohne dass ich die Eigenschaften habe. Das ist eigentlich ein echtes Problem für mich. Also ich arbeite noch daran, dass das sich auch mal bei mir entwickelt, aber ich weiß nicht, ob ich es Ihnen dann mal sage, wenn es sich entwickelt hat, aber es wäre schön, wenn das in diesem Leben noch klappen würde. Das heißt, Sie können, wie diese Lichtquanten jetzt miteinander verschränkt sind, können Sie über diese Feldwirkungen, die ja mit Überlichtgeschwindigkeit laufen, sich mit all diesen Ebenen im Endeffekt kommunikativ verbinden und damit verschränken. Sie merken, an was wir alles vorbeigehen, ohne überhaupt eine blasse Ahnung zu haben, was es sonst noch geben könnte. Das ist sozusagen der Ausblick aus der platonischen Höhle, was man machen kann, wenn man diese Sensibilität im Kopf begonnen hat zu entwickeln.
Die Kollektivfelder hatte ich Ihnen schon gesagt. Wenn genügend Leute meditieren und sich neckentropisch sozusagen aufladen durch die Meditation, dann kann man sogar die Kriminalität in einer Region sozusagen positiv beeinflussen. Das ist die Zunahme der Kriminalität in einer bestimmten Ecke in England, in Merseyside. Das ist die Zahl der Kriminalitätsdelikte pro 1000 Einwohner und pro Monat. Die hat systematisch über die Zeit, das sind die Jahre da unten, 79 Kriminalität steigt an. Sie sehen, das geht, wenn man das so weitermacht, dann schlagen sich zum Schluss die Leute gegenseitig alle irgendetwas auf den Kopf. Wenn genügend Leute die Neckentropie in ihrem eigenen Kopf beginnen zu aktivieren durch Meditation, dann bricht plötzlich die gesamte Kriminalität ein und die Leute werden friedlicher auf einem Level, der da schon praktisch vor 5 oder 7 Jahren erst erreicht wurde. Das heißt, Sie merken, wie viel Praxis in dieser ganzen Geschichte steht. Das ist jetzt eine Sache, die sowohl den Einzelnen betreffen kann. Der Einzelne kann hellsichtig werden, kann telepathisch werden, kann seine Gesundheit verbessern. Aber dasselbe kann man auch für eine gesamte Gesellschaft machen, kollektiv. Man kann also damit in der ganzen Gesellschaft kollektive Effekte bewirken. Wenn alle nur in die Horrorfilme laufen, dann läuft die Geschichte natürlich in die falsche Richtung. Und wenn einige beginnen zu meditieren, dann beginnen sie sozusagen diesen Leuten, die in die Horrorfilme bevorzugt gehen, etwas entgegenzusetzen, was gesellschaftliche Effekte bewirken kann. Man nennt diese Effekte Maharishi-Effekt. Das ist dieser vedische Meister, der diese Effekte schon in den 60er Jahren vorhergesagt hat. Im Endeffekt ist das dasselbe wie das, was in der Bibel von Christus gesagt wurde. Wenn 3 bis 4 Leute zusammenkommen, bin ich unter euch. Genau das ist der Effekt, nur auf einer etwas größeren Dimension. Aber das beginnt alles mit einer Sensibilisierung des Gehirns. Sonst beginnt Jesus da nicht einzudrehen und sagen, mit den Burschen kann ich einfach nicht zusammenarbeiten. Die sind nicht sensibel genug, um meine Kommunikation überhaupt herumzutragen. Das beginnt alles mit dieser Geschichte. Jetzt bin ich am Ende dieses Vortrags im Endeffekt angelangt. Ich habe hier nochmal ein Bild gezeichnet, dass das heutige Weltbild, wie es hier dargestellt ist, mit einem feinstofflich erweiterten Weltbild in Kombination darstellt. Heute wissen wir oder glauben zu wissen, dass das Universum in einem Urknall begann, vor 13,6 bis 7 Milliarden Jahren. Das steht heute in jeder Doku drin, wird den Kindern in der Schule schon beigebracht. Bei dieser kosmischen Explosion entstand Raumzeitgeometrie, es entstanden virtuelle Vakuumzustände, 4 Kräfte. Aus diesen Vakuumzuständen werden die Elementarteilchen permanent heraus erzeugt und wieder vernichtet. Auf der Ebene da oben leben wir. Das heißt, die Hälfte der Zeit sind die Elektronen meiner Hand eigentlich da unten in diesen allgegenwärtigen Vakuumsgrundzuständen verschwunden und sie sitzen sozusagen nur zur Hälfte auf dem Stuhl. Die andere Hälfte ist gerade unsichtbar virtuell verschwunden. Es geht aber so schnell, dass sie das mit den Augen nicht sehen können. Im Zentrum von Galaxien kann die Sache wieder reversibel zurücklaufen zu einer Singularität, gravitativ, und dann bekommen sie ein symmetrisches Gebilde zu dem da unten. Das heißt, in unserer Galaxie haben wir ein schwarzes Loch mit ungefähr 2,3 Millionen Sonnenmassen und die scheinen überall vertreten zu sein im Universum. Was aber fehlt in diesem Bild, das ist diese Feinstofflichkeit, die heutige Physik mit dem Standardmodell der Elementarteilchen auch gar nicht vorhersagen oder beschreiben kann. Und die muss man anscheinend zwischen diese beiden Ebenen einführen. Dann bekommt man eine Zitterbewegung, wie der Fachausdruck ist, der Elementarteilchen. Die zittert aber nicht in Vakuumgrundzustände hinein, sondern die Vakuumgrundzustände werden ersetzt durch feinstoffliche Hintergrundstrukturen bei jedem Elementarteilchen. Und diese Zitterbewegung kann man mathematisch zeigen, führt dann zur quantenmechanischen sogenannten Compton-Wellenlänge. Während die Hintergrundzitterbewegungen aus der Hintergrundstruktur der feinstofflichen, die diesem Elementarteilchen einen psychoiden Bewusstseinsaspekt gibt, die pulsieren auch zu einem Vakuumgrundzustand und die machen das, was man heute die quantenmechanische De Broglie-Welle macht. Diese 2 Wellen sind zwar auf dieser Seite bekannt, aber warum es diese 2 verschiedenen Wellen gibt, kann man mit diesem Modell überhaupt nicht erklären. Mit diesem höherdimensional erweiterten Elementarteilchenmodell kann man die gesamten Quantenparadoxa, die heute unerklärlich sind, obwohl man sie mathematisch exakt berechnen und auch beobachten kann, leicht verständlich, sodass ein Oberprimaner die alle verstehen kann. Was man hier in dieser Abbildung jetzt noch sieht, ist, dass diese Feinstofflichkeit mit ihrer positiven Seite, mit negativen Vorzeichen, aber in der Wirkung positiv, und mit deren positiven Vorzeichen und der Wirkung negativ, diese polare Struktur, die also da überall ihr Unwesen treibt, hier oben auf der Ebene, wo wir leben,
hat man Gitter, Gesundheit, Nahrung kann so sein, kann so sein, Wasser kann so sein, kann so sein. Der Partner kann so orientiert sein, kann so orientiert sein und so weiter und so fort, mit allen psychosomatischen Konsequenzen des individuellen Lebens. Dass diese Feinstofflichkeit also eine riesige Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten hat, die auch hier schon dargestellt worden sind, dass da hier nur noch mal anders dargestellt durch diese waagrechten Striche. Und im Endeffekt führt die Summe dieser Effekte hier zu einer Wissenschaft, die man als Parawissenschaft bezeichnen kann oder Metaphysik. Da ist die Parapsychologie beinhaltet. Die Intuition kommt von dieser Ebene raus. Das Erkennen, das intuitive Erkennen von Zusammenhängen. Wenn man das alles negiert, dann kann man sich auf die Naturwissenschaft, die wir sie heute kennen, zurückziehen und das ganze Gebilde rein materiell betrachten. Oder man kann diese Materie sozusagen vergessen und kann sich in die Geisteswissenschaften stürzen und Goethe und Dramen von Shakespeare und was es da sonst noch geisteswissenschaftlich alles gibt, betreiben. Aber die eigentliche Basis sowohl der Naturwissenschaften als auch die Basis der Geisteswissenschaften sind heute unbekannte Parawissenschaften. Und die wurden sozusagen zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als sich die Aufklärung in Europa durchgesetzt hat, als nicht existent über Bord geschmissen. Wenn da jemand sagt, ich habe hellsichtige Eingebungen oder ich habe telepathische Kommunikation, dann hätte Descartes gesagt, du musst dich geirrt haben, das gibt es gar nicht. Und so sind die alten Frauen dann von der Kirche, die diese Sache entwickelt hatten, zum Teil verbrannt worden und so weiter und so fort. Und dann hat man diese ganze Fähigkeit der verfeinerten Wahrnehmung, durch diese Verfeinerung der Sinnesphysiologie möglich ist, über Bord geschmissen, weil 99,99% der Menschen diese Fähigkeiten nicht entwickelt hatten. Und die Mehrheit hat dann demokratisch gesagt, wir sehen das nicht, also kann es das auch nicht geben. Das war der Umkehrschluss. Und damit hat man dieses gesamte Phänomen der Mystik, das Phänomen der Parawissenschaften, das Phänomen der Parapsychologie als Nicht-Existenz aus der Physik rausgeschmissen. Und heute stellt man aufgrund der verfeinerten Messmethoden, die ich Ihnen ja zu Anfang gezeigt habe, mit diesen Wegeexperimenten fest, dass es dieses ganze Bündel von Möglichkeiten als Realität tatsächlich gibt. Das heißt, diese Messmethode, die ich da gefunden habe, warum ich das finden durfte, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber diese Messmethode, die ich da gefunden habe, ist von der Messmethode her selbst fest im heutigen Weltbild der Physik etabliert. Wiegen ist etwas extrem Quantitatives in der Physik. Jede Analyse in der Chemie geht über genaue Wegeprozesse. Das heißt, die Methode ist bestens in der Physik etabliert, aber das, was dabei herauskommt, springt über alle Grenzen der Physik sozusagen hinüber und zwingt, wenn man die Sache beginnt ernst zu nehmen, zur Erkenntnis, dass man da dieses ganze Gebiet vor 300 Jahren praktisch aus dem Fenster geschmissen hat. Das muss man jetzt zurückholen. Das heißt, wir brauchen einen Ansatz für eine feinstofflich erweiterte Aufklärung der Aufklärung selbst. Wir brauchen eine neue Aufklärung der heutigen Aufklärung der Leute. Denn da kommt dann Sozialverantwortung heraus, da kommt Sensibilität heraus, da kommt Toleranz heraus, da kommt alles das heraus, was im Endeffekt nobel und edel ist. Aber diese beiden Wörter nobel und edel sind ja heute so wenig cool, dass man sie schon gar nicht mehr wagt auszusprechen. Ja. Es muss ja alles fetzig sein und laut sein und so weiter und so fort. Die ganze Musik geht ja in die Richtung, dass man das Nervensystem nicht systematisch verfeinert, sondern im Gegenteil systematisch eigentlich immer weniger sensibel macht. Das heißt, wir brauchen heute eine Aufklärung, eine sensiblere Aufklärung unseres eigenen Nervensystems, um aus den Problemen, an die wir heute stoßen, herauszukommen. Das macht man in der vedischen Tradition, indem man transzendiert systematisch durch die transzendentale Meditation. Der Witz ist, dass diese Ebene für die Feinstoff, für die normale Sinnesphysiologie im Wachbewusstsein schon nicht mehr zugänglich ist. Und noch aufregender ist, dass diese Ebene nochmal eine Ursprungsebene hat. Und die gilt es ins Bewusstsein zu aktivieren, wenn sie aus dem Zyklus von Leben und Tod, wo sie da oben ihre Runden drehen, der feinstoffliche Körper überlebt hier, das ist hier angesiedelt, und der grobstoffliche Körper ist hier angesiedelt. Dann werden sie wieder geboren, dann sind sie wieder da oben, dann sterben sie wieder, dann sind sie wieder da unten. Und in diesem Kreis können sie sich ewig und 3 Tage im Kreis drehen. Ich kenne in Berlin eine Frau, die hat ein Buch darüber geschrieben, aufgrund Erkenntnisse, die sie in ihrem eigenen Bewusstsein getroffen hat, über 230.000 Jahre ihrer ständigen Geburt und ihres ständigen Todes. Immer wieder.
Und wenn Sie glauben, dass das wäre nur bei dieser Frau in Berlin, dann ist das ein großer Irrtum. Das haben wir alle hinter uns gebracht in irgendeiner Weise. Und dieser Prozess kann sich eben 3 Tage fortsetzen, weil Sie sowieso in einem Automatismus sind. Da oben leben Sie, so wie wir glauben zu leben. Wenn Sie da etwas grobstofflich sind, das bin ich, dann sterben wir, dann bleibt diese untere Feinstofflichkeit über, dann sucht die sich wieder einen Vater und eine Mutter, dann tauchen wir da oben wieder auf und so drehen wir hier unsere Runden. Um aus diesem Kreisprozess herauszukommen, müssen Sie eine noch mächtigere Ebene einschalten. Das heißt, von hier in die Feinstofflichkeit hineinzusehen und nur hellsichtig zu werden, ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Sondern Sie müssen sozusagen deren Basis im eigenen Bewusstsein nochmal aktivieren, weil nur diese Ebene da unten sozusagen die Kraft und die Fähigkeit und die Macht, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn hat, sie aus diesem Kreis hier oben herauszuholen. Das ist die Aufgabe, die Sie mit der transzendentalen Meditation lösen können in Ihrem Leben. Und es gibt keinen anderen Weg. Wie Sie transzendieren, ist der Transzendenz wurscht. Sie müssen es nur machen. Und im Wachbewusstsein ist das meistens keine Trivialität, zu transzendieren. Da hilft auch der Geschlechtsverkehr nichts. Da sind Sie auch nur da unten auf dieser Ebene kurz angesiedelt und dann werden Sie wieder rausgeschmissen. Nach 4 Tagen haben Sie wieder alles vergessen und die ganze Sache geht von vorne los. Um an diese Ebene heranzukommen, brauchen Sie Technologien, die über Jahrtausende erprobt sind, um an dieser Ebene zunächst mal vorbeizugehen. Denn auf dieser Ebene, da können Sie Engel sehen, da können Sie Naturwesen sehen, da können Sie Geister sehen, da können Sie die Aura von anderen Menschen sehen, da können Sie die Aura von einem Baum sehen, die Aura von einem Wasserfall, die Aura von einem Stein. Gaia, das heißt die Mutter Erde hat auch ein Bewusstseinsfeld, das können Sie beginnen zu sehen. Aber das führt Sie alles nicht weiter. Das heißt, Sie bleiben trotz dieser Erkenntnisse, dieser Sicht, die Sie da entwickelt haben, wo ist denn jetzt mein Cursor hin verschwunden, Sie bleiben immer auf dieser Ebene gefangen. Solange Sie diese Ebene nicht in irgendeiner Weise da unten erreichen, bleiben Sie da oben gebunden und kriegen den Kopf aus der Höhle von Platon nicht heraus. Das ist die letzte Botschaft, die ich Ihnen heute sagen wollte. Dann kann man auch diesen ganzen Sachen einen Namen geben. Man kann diese Feinstofflichkeit bezeichnen als die dunkle Materie und die dunkle Energie, wie das die heute Physik macht. Man kann die Vis Vitalis nennen, wie man das im Abendland gemacht hat. Man kann das Veda nennen, wie man das in Indien gemacht hat. In China nannte man das Qi und Psi, haben Sie alle schon mal gehört. Aristoteles sprach von Entelechie. Demokrit von Seelenatomen, da könnte ich jetzt wieder eine Viertelstunde reden, aber das dauert zu lange. Anaxagoras sprach von Homoiomerien, Anaximandros nannte das Apeiron, Leibniz nannte das die Monaden. Im Buddhismus gibt es eine raumartige Materie, aus der alles aufgebaut sein soll. Freiherr von Reichenbach sprach vom Od, Wilhelm Reich, den Sie vielleicht kennen, sprach von Orgon. In Russland spricht man vom Bioplasma, in der Radiästhesie von Erdstrahlung, Laszlo sagt 5. Feld, was immer das bedeuten mag. In der bioenergetischen Energie spricht man beim Vitalismus von solchen Dingen. Tesla sprach von Radiations und hat Maschinen gebaut, wo er diese Energie in normale Energie transferieren konnte. Das wird spannend, wenn das mal funktioniert. Pop spricht von Biophotonen und so weiter und so fort. Wenn Sie ins Internet gehen, finden Sie noch ein paar Dutzend Namen. Sie können das auch alles so nennen, wie ich es hier dargestellt habe. Tachyonen oder Lebensquanten oder was auch immer. Und damit kommen wir zum Schluss. Sie können das also alles nachlesen in meinen Büchern. Im linken, das empfehle ich Ihnen nicht, weil das 700 Seiten hat und das packt sozusagen kaum einer. Deswegen empfehle ich Ihnen dieses Buch. Da steht das alles sehr allgemein verständlich geschrieben drin. Und damit kommen wir dann zum Ende meines Vortrags und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.